Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ich wurde schon vorgestellt, ich bin June Tomiak, ich bin die Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus der Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus. Ich mache außerdem noch Jugendpolitik, aber dafür bin ich ja jetzt nicht heute hier, sondern für den Bereich Strategien gegen Rechts. Genau, im Namen meiner Fraktion und im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht der Grünen Berlin möchte ich euch herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Netzwerke der identitären Bewegung in Deutschland und Österreich begrüßen. Wir haben die Veranstaltung bewusst für den heutigen Tag gewählt, denn morgen ist eine Demonstration der IB geplant. Ich nehme an, dass ihr das wisst und deshalb auch heute da seid. Genau, die IB hat dazu europaweit mobilisiert, sonst war diese Demo immer in Wien, diesmal findet sie in Berlin statt. Die Identitären selber sagen, dass sie ungefähr 1000 Leute werden. Die Einschätzungen von anderen Gruppen sind ein bisschen niedriger und deshalb bin auch ich persönlich sehr gespannt, wie viele Leute die tatsächlich morgen auf die Straße kriegen in den Wedding. Genau, ein paar kurze Worte zur Identitären Bewegung, aber da hören wir, glaube ich, gleich noch viel detaillierter und viel mehr dazu. Aber ganz grob, die Identitäre Bewegung ist eine neurechte Bewegung, die ihren Ursprung in Frankreich hat und heutzutage aber auch verstärkt in Deutschland und Österreich aktiv ist, auch und gerade in Berlin. Für ihre medial durchorchestrierten Aktionen erkletterten sie das Brandenburger Tor, besetzten Geschäftsstellen der Grünen, der SPD und der CDU und setzten sich neulich auch vor das Justizministerium. Bei dieser Aktion versuchte ein Aktivist der Bewegung, der auch bei AfD und deren Jugendorganisation der Jungen Alternativen aktiv ist, beziehungsweise war, das ist nicht ganz klar, der soll ausgeschlossen werden, einen Polizisten zu überfahren. Das deutet auf zwei sehr spannende Faktoren hin. Einmal, dass es eine generelle Gewaltbereitschaft der Bewegung gibt und die auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf. Und zweitens, dass es diverse Verflechtungen zwischen extremer und parlamentarischer Rechten gibt. Genau, darüber und über viele andere Dinge aus dem Themenkomplex wird uns Jerome jetzt gleich noch viele mehr erzählen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und herzlich willkommen. Und genau, ich würde dir direkt das Wort übergeben. Ja, Dankeschön. Bevor ich was zu mir sage oder auch der Gruppe, von der ich herkomme oder was wir machen, möchte ich eigentlich mit zwei Statements starten, die auch zwei ganz große Hypothesen eigentlich darstellen. Und das erste ist, dass, wie ich den Vortrag betitelt habe, nämlich Exportschlager Hasskultur, Fragezeichen. Die erste Frage, der wir heute nachgehen werden, die identitäre Bewegung in Österreich und in Deutschland. Und um das vorwegzunehmen, ich sehe die identitäre Bewegung, auch wenn sie natürlich aus Frankreich kommt und dort Corporate Design gemacht hat, als eine, ich möchte nicht sagen eine Bewegung, sondern als eine neofaschistische Kaderorganisation, die, und das ist doch für den Rechtsextremismus in Deutschland und in Österreich recht ungewöhnlich, nämlich von Österreichern in Deutschland maßgeblich mit aufgebaut wurde. Die zweite These, und dazu habe ich auch ein Bild eingefügt, ist mit einem Zitat, der doch, sagen wir mal, etwas umstrittener Band Egotronic, nämlich aus dem Lied Exportschlager Leitkultur, wo es heißt, mit der Mitte in die Zukunft heißt Tradition pur. Und das ist die zweite Hypothese, die ich für die identitäre Bewegung geltend machen möchte. Bei der identitären Bewegung handelt es sich nämlich nicht um irgendwie sonstig deklassierte Menschen oder irgendwie, wie man das ja oftmals auch bei Rechtsextremen fälschlicherweise annimmt, Leute, die politische Situationen nicht so durchblicken, sondern sie sind gesunde und wenn nicht sogar die gesündesten Kinder einer reaktionären, bürgerlichen, ja, Ideologie und in diesem Sinne auch nicht viel extremer oder vielleicht auch radikaler als das, was jetzt hier in den Deutschen Bundestag eventuell einziehen wird, hier im Landtag, glaube ich, sogar schon sitzt oder in Österreich sogar eventuell Regierungsverantwortung zusammen mit der Sozialdemokratie übernehmen wird. Auf diesem Foto, nur um das übrigens einzuführen, sehen wir den Fabian Russenjak, langjährigen Kader der identitären Bewegung in Wien, wie er mit einem Totschläger auf einen Antifaschisten nach einer Demonstration in Graz rein aufgeht. Dem wurde nach der Demonstration aufgelauert, sie wurden dann angegriffen, das zum Thema die friedliche identitäre Bewegung. Nun aber kurz zu mir und warum ich diesen Vortrag mache. Mein Name ist Jerome Trebing, ich bin ein Teil dieses Kollektivs, was sich selber von nichts gewusst nennt, was sich großteilig eigentlich mit der identitären Bewegung beschäftigt, allerdings auch ganz stark mit der Schnittstelle von sozialer Arbeit, offener Jugendarbeit und Rechtsextremismus sowie eben auch der internationalen Vernetzung von solchen Gruppen, wie man sie in Anführungsstrichen der neuen Rechten zuordnen könnte, wobei wir uns als Gruppe sehr schwer mit diesem Begriff der neuen Rechten tun und doch hier oftmals auch eher von Neofaschisten sprechen würden. Das heißt, unser Interessensgebiet geht von Österreich naheliegend auch natürlich auf den italienischen Raum über, auf Casa Pound, natürlich auch in andere Länder wie Polen, Ungarn und so weiter, die einen sehr starken Einfluss haben und natürlich in den letzten Jahren zunehmend auch nach Deutschland, was wir mit dem Erstärken der identitären Bewegung hier natürlich auch sehr gut rechtfertigen können. Ich habe ein Foto mitgebracht, was ich immer wieder einspielen möchte, und zwar ist das vom letztjährigen
Aufmarsch der identitären Bewegung in Wien, also auch zu diesem Statement, dass man ja häufiger von den Landesämtern des Verfassungsschutzes hört, die identitäre Bewegung sei bis vor kurzem ein reines Internetphänomen gewesen. Wir sehen hier die erste Reihe der Demonstration in Wien und es sind ungefähr 9 Kader, die man gut erkennen kann in der ersten Reihe. Davon sind 4 aus Deutschland und davon sind 3 aus Halle. Also das zum Thema, wie sich Internetphänomene dann doch sehr schnell real manifestieren können. So, die identitäre Bewegung als solches zu bezeichnen, halten wir für falsch und hielten wir schon immer für falsch. Grundsätzlich 2 Anmerkungen zu dem Vortrag und eine ist vielleicht, wenn es Fragen gibt, würde ich euch einfach, ich hoffe, du ist okay, würde ich euch wirklich bitten, die einfach sofort zu stellen. So, ich würde dann versuchen, sofort darauf einzugehen, die sofort zu beantworten und nicht bis zum Ende des Vortrags uns das Ganze aufzubewahren, auch weil das werdet ihr sehen, es ist vieles in dem Vortrag, vielleicht hat der eine oder die andere auch schon andere Veranstaltungen jetzt zu identitären Bewegungen besucht. In Berlin gibt es das gerade recht inflationär, habe ich gesehen in den letzten Wochen. Wahrscheinlich mehr Veranstaltungen als in den 3 Jahren zuvor. Ich hoffe aber, dass ich ganz viele Sachen etwas anders darstelle, beziehungsweise es gibt diverse Positionen, die ich auch persönlich oder die wir als Gruppe anders einschätzen. Wenn es da also Fragen gibt zu den Einschätzungen, wenn es Erklärungsbedarf wird, meldet euch einfach so, dann versuchen wir das so aufzumachen. Generell, und ich muss sagen, mir fällt das bei dem Vortrag hier so ein bisschen besonders schwer, weil ich eben gesehen habe, es gibt sehr viel, was jetzt hier zur identitären Bewegung gemacht wurde. Ich habe mich deswegen in so 3 Punkten versucht, die auch nochmal andere Schwerpunkte setzen, als die ich kenne von den Leuten und den Personen, die hier vorgetragen haben. Also zum Beispiel die Katrin Glösel, die heute an der Humboldt-Universität vorgetragen hat, oder auch andere Gruppen, wie zum Beispiel die Gruppe FIPO. Das Erste, was ich so ein bisschen ausführen möchte, ist diese Frage, ist rechtsextrem wirklich gleich rechtsextrem? Also auch mit so einem juristischen Fokus darauf. Da gibt es nämlich eklatante Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Und oftmals wird das gar nicht mitbetont. Immer so, also die Österreicher nehmen ihren Rechtsextremismusbegriff, die Deutschen nehmen ihren Rechtsextremismusbegriff, in Anführungsstrichen natürlich. Und man redet aber eigentlich von 2 verschiedenen Sachen. Der zweite Punkt, den ich heute Abend vorstellen möchte, ist diese Haupthypothese und auch diesen Hauptstrang, den ich hier nachverfolgen möchte, nämlich von Wien nach Berlin identitäre Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Das heißt zwar deutschsprachiger Raum, gemeint sind aber großteilig, nur um das vorwegzunehmen, eigentlich die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich, also die Schweiz. Da gibt es bisher relativ wenig und die Vernetzungen da sind super, super gering. So, und das dritte ist so ein bisschen so ein Ausblickspunkt, also auch im Hinblick auf diese Demonstration in Berlin natürlich so. Handelt es sich bei der identitären Bewegung, wie sie sich ja selber bezeichnet, überhaupt um eine Bewegung? Oder können wir da nicht viel mehr, gerade aktueller denn je, feststellen, dass sie sich viel mehr wieder zu einem elitären neofaschistischen Zirkel runter reduziert? Wobei Reduktion dann natürlich ein sehr schwieriger Begriff ist, weil das nämlich keine Abnahme der Gefahr darstellt, sondern eigentlich nur eine Zurückreduzierung der personellen Stärke. Ich hoffe, das ist okay so als Fahrprogramm. Das Tolle ist, ich habe eine Uhr. Ich würde so versuchen, 60, 65 Minuten was zu erzählen und dann irgendwie eine offene Fragerunde oder wenn es irgendwie Unklarheiten, Diskussionsbedarf oder auch ganz andere Positionen gibt, würde ich mich freuen. Die erste Frage, ist rechtsextrem gleich rechtsextrem? Ich habe ein Bild mitgebracht, was so ein bisschen diese Trennlinie auch zwischen der sogenannten alten Rechten und den Akteuren der neuen Rechten auch so aufzeigt. Wir sehen hier in der Bildmitte mit dieser grauen Trachtenjacke, das ist der mittlerweile wieder in Haft sitzende, ja doch lange Zeit als Führungsfigur für die österreichische Neonazi-Szene fungierende Gottfried Küssel. Und dann, wenn man 2 Personen so nach links schaut, der kleinere Mann in dem Anzug mit weißem Hemd und gesenktem Kopf, ist der junge Martin Sellner, der sehr lange sich im Umfeld von Gottfried Küssel bewegt hat, der allerdings, und da muss man immer sehr vorsichtig sein, als einer der Köpfe auch hinter der rechtsradikalen Webseite Alten Donau, die in Österreich für doch sehr viele Ermittlungen geführt hat, in Verbindung gebracht wird. Das wurde allerdings nie juristisch nachgewiesen. Fakt ist allerdings, und das ist eine sehr wichtige Differenzierung, wenn in Deutschland von dem Begriff rechtsextrem gesprochen wird, verbindet man das meist, also alle Bundesämter des Verfassungsschutzes und Landesämter des Verfassungsschutzes nutzen diesen Begriff so, mit einem Straftatbestand. Rechtsextrem zu sein bedeutet hier in Deutschland, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, die sich die Bundesrepublik selber gegeben hat, zu sein und in dem Sinne einen Umsturz dieses Systems herbeiführen zu wollen.
Das ist dieser verfassungsrechtliche Rahmen, den wir in Deutschland mit dem Begriff des Rechtsextremen verbinden. In Österreich ist das nicht so. Es gibt in Österreich einen doch sehr, sehr fruchtbaren Begriff, der in Deutschland interessanterweise, wenn es um die Definition von Rechtsextremismus geht, überhaupt nicht angewendet wird, nämlich von Holzer. Und Holzer sagt hier, und natürlich ist das in Bezug auf die österreichische Gesellschaft umso logischer, dass Rechtsextrem nicht zwingend mit einer antidemokratischen oder antiparlamentarischen Einstellung einhergehen muss, sondern vielmehr durch eine verschiedenartige Zusammensetzung an Ideologien der Ungleichheit definiert wird. Also sowas wie Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit und so weiter. Das sind solche entscheidenden Merkmale, wo er sagt, das ist eigentlich das, was rechtsextrem definieren sollte. Warum unterscheidet sich diese Begrifflichkeit von Deutschland und Österreich so sehr? Das ist ein ganz wichtiger Grund, den wir in Österreich eigentlich annehmen müssen und den Stefan Griegert auch in seinem Buch über das Fortbleben des Nationalsozialismus in den Rechtsnachfolgestaaten des Dritten Reiches so gut ausführt. Nämlich in Österreich gab es immer schon diesen Mythos, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Also die Aufarbeitung ist noch eine viel schlimmere als im ohnehin schon schlimmen Deutschland. Das ist der erste Punkt. Zum anderen hat seit dem Bestehen der Zweiten Republik nach 1945 in Österreich immer ein reaktionär nationalistischer Flügel, meistens in Form der FPÖ, ganz kurzzeitig auch mal in Form der BZÖ, zu der parlamentarischen Demokratie gehört. So. Wenn wir heutzutage die FPÖ oder so weiter sehen, das sind gesunde Kinder der österreichischen parlamentarischen Demokratie. Und man tut sich auch in Österreich durchaus immer schwer damit zu sagen, dass die FPÖ zum Beispiel rechtsextrem ist. Also es gab jüngst gab es einen Artikel im Standard, der die FPÖ mal wieder als solchen bezeichnen wollte und da ist der Standard zurückgerudert. Alle anderen ausländischen Medien haben mit der FPÖ zum Beispiel nie solche Samthandschuhe an, sondern da wird ganz exzessiv davon geschrieben, dass sie eine Far-Right-Party sind. Wir würden uns deswegen auch als Gruppe dafür aussprechen, diesen Begriff des Rechtsextremen von Holzer eher ranzunehmen, weil gerade an den Identitären zum Beispiel scheitert der deutsche Rechtsextremismusbegriff sehr stark. Wenn wir uns Schriften der Identitären Bewegung anschauen, haben wir natürlich so einen apokalyptischen Charakter, den sie vortragen und der auch irgendwie immer den Untergang der Gesellschaft herbei imaginiert, der verhindert werden muss. Es wird sich aber in keinem Fall dafür ausgesprochen, zum Beispiel parlamentarische Demokratien durch eine völkische Diktatur zu ersetzen. So, das findet sich einfach bei denen nicht. Das wird auch nicht befürwortet. Vielmehr wollen sie, wenn auch natürlich, eine ethnisch determinierte demokratische Ordnung wiederherstellen. Da tut sich in Österreich, tut man sich deswegen auch zumindest in Teilen der Analyse, wie sie zum Beispiel das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes vorbringt, viel, viel einfacher, die Identitären als rechtsextrem zu bezeichnen, ohne darüber einzugehen müssen. So, ja, natürlich so. Die können das auch parlamentarisch so. Das kann die FPÖ auch. In Deutschland fällt das viel, viel schwerer. Wir sehen das alleine immer wieder, wenn verschiedene Ämter des Verfassungsschutzes argumentieren müssen, warum sie die identitäre Bewegung jetzt gerade beobachten. Ganz oft werden da ganz krude, also auch selbst in der Analyse krude Analogien zu NS-Themen gezogen, wobei man natürlich sagen muss, die Kader waren natürlich in neonazistischen Organisationen vielfach tätig. Allerdings ist das selbst für den Verfassungsschutz, und das soll schon was heißen, oftmals eine sehr schwache Argumentation. So, eben weil sie um diesen Moment kreisen, so an sich, naja, Neonazis, die müssen ja irgendwie die parlamentarische Demokratie gefährden, erst dann können wir beobachten und so weiter. Das ist ein großes Problem. In Österreich haben wir auf der anderen Seite das Problem, in Österreich gibt es das Gesetz der Wiederbetätigung, das stellt alles unter einen Straftatbestand, was sich im Sinne der nationalsozialistischen Agenda wiederbetätigt. Also zum Beispiel solche Neonazi-Gruppen, die werden immer relativ schnell verboten, weil sie unter dieses Gesetz fallen. Dieses Gesetz hat die identitäre Bewegung in Österreich perfekt ausgehöhlt. Also da gibt es keinerlei Anstände, warum man die irgendwie verbieten könnte, eben weil sie sich zumindest diskursiv scheinbar immer sehr gut davon distanziert haben. Wir halten eine begriffliche Auseinandersetzung mit diesem Begriff des Rechtsextremen, aber auch als Gruppe und ich natürlich auch als Einzelperson deswegen umso wichtiger, weil wir diesen Begriff des Neurechten beziehungsweise den Begriff der neuen Rechten doch mittlerweile vielfach als komplett sinnlich entleert empfinden. Das heißt, natürlich hat dieser Begriff verschiedene Dimensionen und in der Wissenschaft wird sich auch immer wieder darüber gestritten, wer jetzt eigentlich diese neuen Rechten sind, ob das sozusagen die
im Geiste von Armin Mohler sich auf die konservative Revolution berufen und versuchen, noch solche Restgedanken aus dem Nationalsozialismus rauszuretten. Andere wiederum, die sagen, es ist diese stärkere französische Prägung. Und es ist aber unserer Meinung nach viel mehr in den letzten Jahren auch beobachtbar, dass viele Medien eigentlich alles, und ich möchte hier bewusst polemisch sein, als Neurechts bezeichnen, was nicht unbedingt selbst eine NSDAP-Mitgliednummer hatte. So. Das heißt, irgendwie jede rechte Bewegung, die in den letzten 3, 4, 5 Jahren aufgetaucht ist, ist auf einmal Neurechts. Man konnte das zuletzt in dieser geleakten Arte-Dokumentation über Antisemitismus sehen, wo vor dem, ich glaube, das Brandenburger Tor war es, Leute mit doch eindeutig neonazistischem Gewand stehen und der Moderator spricht davon, dass dies die neuen Rechten sind. Also ich mich frage, ja, die waren noch nicht mal von ihrem persönlichen Alter neu rechts, so, sondern doch schon immer alle relativ integriert rechts, um das so zu bezeichnen. Dieser Begriff der neuen Rechten ist aber auch deswegen unserer Meinung nach für so schwierig, weil er oftmals eben so eine Skalierung aufmacht. Man hat dann das Gefühl, es gibt da die Nationalsozialisten, die natürlich aufgrund ihrer historischen Dimension als gefährlich eingeschätzt werden. Naja, und dann gibt es halt diese Neurechten, und diese Neurechten sind so irgendwie so ein bisschen in Verbindung mit den Konservativen. Also das ist so diese Schnittmenge, die Liliane Bethnerz immer ganz professionell mittlerweile bearbeitet und sagt, wir Konservativen sind nicht völkisch, völkisch sind nur die neuen Rechten. Ja, was für ein Unfug. So. Unserer Meinung nach, und das können wir, und ich werde das auch hinterher in diesem Vortrag aufzeigen, eines festhalten, wenn es darum geht, sich auf einen kleinen gemeinsamen Nenner zu einigen, dann sind die Rechten ganz, ganz anders als die Linken. Die Rechten können das nämlich meistens sehr gut. Und gerade unter diesem einigenden Moment der Verteidigung des Abendlandes finden sich gerade ganz viele, die sich darauf einigen können. Das sind alte Rechte wie die NPD, das sind neue, in Anführungsstrichen neue Rechte wie die Identitären und das sind parlamentarische und außerparlamentarische Rechte. Wir würden hier deswegen auch deshalb vorschlagen, lieber gemeinsame Nenner auch bei Ihnen zu suchen. Und dieser gemeinsame Nenner ist für uns in dieser nach Holzer angeführten Definition des Rechtsextremen, nämlich zu sagen, das sind Menschen, egal wie intellektuell sie ihre schönen Ideen verpacken, so letztendlich sind das Ideen, sind das Ideologien der menschlichen Ungleichheit, die menschliche Ungleichheit ja toll finden, die vorantreiben wollen und die, und das ist der entscheidende Punkt, eine tödliche Logik mit diesen Ideen verbinden. Ob diese tödliche Logik sich dann letztendlich in tödlichen Grenzregimen im Mittelmeer manifestiert oder ob diese tödliche Logik sich auf der Straße manifestiert, wie jüngst in Frankreich, wo ganz vermutlich, also die Polizei ermittelt da noch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, wahrscheinlich Mitglieder der identitären Bewegung einen Linken angeschlagen haben und ihn sterbend in den Straßengraben geworfen haben. Der Gewaltmoment und der Hass auf die vermutliche emanzipierte Gleichheit der Menschen ist das, was all diese Gruppen eint. Ob sie nun neu sind, ob sie alt sind, ob sie faschistisch sind, ob sie neonazistisch sind, sie sind und bleiben extreme Rechte in diesem Sinne. Ich habe hier nochmal einen Begriff mitgebracht, nämlich woran man sieht, die Rechten selber tun sich mit diesen Begriffen deutlich weniger schwer, als wir ihnen eigentlich zugestehen. Und zwar ist das Philipp Stein, er war lange Zeit Pressesprecher der Deutschen Burschenschaft, hat das auch immer noch, ist mittlerweile der Initiator und Projektkoordinator der Initiative 1% für unser Volk, die jetzt zuletzt auch mal in Berlin durch eine Demonstration in Anspruch genommen, in Erscheinung getreten, so soll es heißen. Und hier ist ein Bild von Philipp Stein, was er wahrscheinlich nicht so gerne sieht, nämlich nach dem Mensurfechten. Und man sieht, sein Kollege hat deutlich mehr abbekommen als er. Und Philipp Stein sagt in einem Interview mit der Zeit, wenn der Begriff nicht so vorbelastet wäre und man nicht sofort an Skinheads denken würde, könnte man sagen, rechtsradikal. Denn faktisch sind das ja radikal rechte Positionen, die wir vereinnahmen. So viel also dazu, wie die in Anführungsstrichen neuen Rechten sich selber sehen. Natürlich auch hier mit der Anmerkung, wer bei dem Begriff des Rechtsradikalen bzw. Rechtsextremen an Skinheads denkt in der heutigen Zeit und nicht an brennende Asylheime, an Ausschreitungen, wie wir sie in Bautzen hatten, oder an Hetzjagden, die Menschen auf Asylsuchende gemacht haben, wo sie Busse angegriffen haben und kleine Kinder angegriffen haben. Wer all bei diesem Begriff nicht mehr an all das denkt, sondern nur noch an eine antiquierte Skinhead-Gesellschaft, ist wahrscheinlich dort, wo er ist, in der rechtsradikalen Szene sehr gut aufgehoben. Dort, wo Philipp Stein auch zu verorten ist. Kommen wir nun nach diesem kleinen, doch sehr, sehr theorielastigen Exkurs
zu dem Hauptpunkt, den ich darstellen möchte, nämlich diese identitären Netzwerke, die sich im Raum Deutschland und Österreich erstrecken. Ich habe deswegen, und das mag vielleicht enttäuschend für die eine oder andere hier im Raum sein, ich habe relativ wenig mitgebracht, was die identitäre Bewegung so historisch nachzeichnet. Also dieses Ganze, wie sie in Frankreich angefangen hat, wie sie sich auch in Österreich gegründet hat, was für Organisationen wir jetzt in Deutschland haben und so weiter, das habe ich alles so ein bisschen außen vor gelassen. Was ich im Folgenden vorstellen werde, ist vielmehr so ein Vergleich, der einerseits vergleicht, so was haben denn die deutschen und die österreichischen Gruppen eigentlich gerade für Gemeinsamkeiten? Was gibt es dort ideologisch für Gemeinsamkeiten? Was gibt es infrastrukturell für Gemeinsamkeiten? Was finden wir auch an Kadern für Gemeinsamkeiten? Auf der anderen Seite aber auch, was gibt es für große Unterschiede? Und wie entwickelt sich das Ganze eigentlich gerade? Deswegen auch hier nochmal die Bitte, wenn es euch schon zu fortgeschritten ist und wir lieber nochmal was über einzelne Geschichtsentwicklungen oder so weiter wissen wollt, dann stellt das einfach als Frage, ich kann das auch beantworten. So. Ich denke aber, jeder und jede von euch hat bestimmt schon mal so einen kleineren Text über die identitäre Bewegung gelesen, so, dass sie aus Frankreich kommen, dass es in Österreich erst angefangen hat, dann in Deutschland, das ist eigentlich so ein bisschen, mal so ein bisschen Common Sense. Grundsätzlich zu dem Teil der identitären Netzwerke habe ich 4 Arbeitshypothesen mitgebracht, die wir als Gruppe ja doch auch vertreten und die unserer Meinung nach so ein bisschen so ein Gesamtbild abbilden. Die erste dieser Hypothesen ist, wo wir von ausgehen, wir sind der Meinung, die identitäre Bewegung sollte gerade im deutschsprachigen Raum mehr als ein Gesamtkomplex betrachtet werden. Wir finden, wir haben zurzeit immer so ein bisschen das Ding, die deutschsprachigen Medien und die deutschsprachigen Analysen beschäftigen sich sehr, sehr fokussiert mit der deutschen identitären Bewegung. Die österreichischen wiederum sind sehr, sehr stark auf die Österreicher fokussiert, was natürlich eine Logik hat, auch der Relevanz. Auf der anderen Seite ist aber gerade die identitäre Bewegung dadurch ja gekennzeichnet, dass ihre Kader sehr, sehr fluktuieren zwischen den Grenzen. Wir erleben das zum Beispiel bei der Besetzung der CDU-Parteizentrale, wo wir später noch drauf kommen, wobei es ja keine Besetzung war, sich vor und zu das Gebäude setzen, so ist halt auf jeden Fall eine mutige Aktion, so gut geplant, Freunde. Jedenfalls, da haben wir erlebt, da waren richtig, richtig viele Österreicher dabei. Und das war nicht nur Martin Sellner, sondern da sind die wirklich mit Autos angekarrt worden. Und das ist so ein Aspekt, der unserer Meinung nach immer viel zu sehr untergeht. Wir sind der Meinung, die identitäre Bewegung, und das ist in einem ganz wahrhaften Sinne des Wortes auch völkisch zu verstehen, ist eine Bewegung, die Deutschland und Österreich eigentlich wie einen Aktionsraum behandelt. Also das ist egal, ob man da jetzt in Berlin eine Demonstration macht oder in Wien. Hauptsache ist, dass das irgendwie in der Gegend stattfindet, wo diverse Kader hinkommen können. Das geht unserer Meinung nach in der Analyse immer ein bisschen unter und sollte eigentlich viel mehr hervorgehoben werden, dass wir es hier eigentlich mit einer internationalen rechtsextremen Bewegung zu tun haben. Das ist auch deswegen unserer Meinung nach so wichtig, weil das historisch ein durchaus interessanter Punkt ist. Denn zuletzt hatten wir so einen Austausch, der zum Beispiel zwischen Österreichern und Deutschen stattgefunden hat, wo der jetzige Parteiobmann der FPÖ, Heinz-Christian Strache, zur Wehrsportübung hier nach Deutschland gefahren ist. So. Ein bisschen her mittlerweile, möchte er auch gar nicht mehr so hören. Er war offiziell auch nur Paintball spielen, also für die Aufzeichnung. Ich habe nicht gesagt, dass Heinz-Christian Strache Wehrsportübungen gemacht hat. Das andere ist dieser zweite Aspekt, die identitäre Bewegung ist letztendlich eine sehr junge Bewegung, dem müssen wir uns das auch vor Augen führen. Es gibt sie zeitlich jetzt noch nicht so extremst lange. Für diese zeitliche Entwicklung, die sie aber durchlebt haben, sind die einzelnen Orgas relativ gut vernetzt. Jedoch haben sie organisatorisch, politisch und ideologisch teils durchaus eine starke Eigenständigkeit. Es ist unserer Meinung nach falsch, die identitäre Bewegung immer so unter so einem Gesamtbanner zu verhalten. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Gruppe in Halle sich positioniert, also die deutlich stärker am Neofaschismus orientiert sind und das im Vergleich setzt zu Gruppen, die zum Beispiel im Bayerischen Land unterwegs sind, dann wird man da eklatante Unterschiede feststellen. Was letztendlich bleibt, ist, dass die identitäre Bewegung sich so als Single-Issue-Bewegung oder auch Organisation immer ganz gut auf diesen Migranten und Migrantinnen-Hass einigen kann. So, das täuscht immer darüber hinweg, dass es doch intern und auch ideologisch doch durchaus eigenständige Positionen gibt, die sich auch teilweise nicht sehr gut miteinander vereinen lassen. So, wir haben das gerade in Wien auch erleben können, so, wo ein sehr starker russlandorientierter Flügel doch sehr stark
auch in Kontrast zu den Hauptidentitären geraten ist. Denn natürlich, wenn man sich das russische Großreich erträumt, in das Österreich denn dazugehört, ist das so mit so einer Theorie des Ethnopluralismus nicht mehr so ganz so gut vereinbar. So, das gilt dann auch für die Jobbik-Jugend. Auf der anderen Seite, ich habe heute Morgen bei einem Gespräch auch so, ihr werdet das auch finden, so wenn ihr euch mal anschaut, wie die identitäre Bewegung zur Südtirol-Frage steht, wo ja doch die Identitären eigentlich im Sinne des Ethnopluralismus sagen müssen, Südtirol ist Österreich. Wenn man allerdings die Casa Pound-Faschisten und Faschistinnen in Südtirol fragt, was denn Südtirol ist, da wird man sich, glaube ich, nicht ganz so schnell einig werden. Diese gewisse Eigenständigkeit der Organisation gilt es rauszuarbeiten, unserer Meinung nach auch deswegen gerade, weil sie in der antifaschistischen Intervention sehr wichtig ist. Wenn man spezifische Eigenheiten von Organisationen kennt, kann man diese viel besser angreifen, kann man diese viel diskursiver auch nochmal in Bedrängnis bringen. Der nächste Punkt, und das ist so ein bisschen, mutet das wie so eine Plattitüde an, nämlich die Identitären waren ein Kind Martin Sellners. Ich habe diese Präsentation in ähnlicher Form von einem Jahr ungefähr gehalten, da hat der Satz noch geheißen, die identitäre Bewegung ist ein Kind Martin Sellners. Mittlerweile würden wir und ich auch dazu übergehen, eigentlich zu sagen, ja, das, was wir gerade an identitärer Bewegung medial erleben, das, was wir auch wahrscheinlich morgen durch Berlin hoffentlich nur wenige Meter ziehen sehen werden, ist ganz stark von dieser Person Martin Sellner, diesem Kader aus Österreich, geprägt worden, initiiert worden, auch so in gewissem Sinne weiterentwickelt worden. Es ist allerdings mittlerweile so, das können wir in Deutschland umso stärker erleben, also erst recht, seitdem der Spiegel jetzt dieses identitäre Postergirl-Cover-Story mit Melanie Schmitz gebracht hat. Wir finden viel mehr eigenständige Kader auch, die einen anderen Kurs fahren als Sellner. Und Sellner ist zwar immer noch die Integrationsfigur für die Bewegung, allerdings, und das ist so ein bisschen diese traurige Erkenntnis daraus, wenn Martin Sellner von einem Tag auf den anderen verschwinden würde, würde unserer Meinung nach leider nicht die identitäre Bewegung verschwinden. Das ist in der Analyse ein doch recht wichtiger Punkt, weil gerade die Medien sich immer auf Martin Sellner so stürzen. Es wird immer der große Martin Sellner, der alles anführt und so. Gerade in Österreich, in der Steiermark erleben wir zum Beispiel, da ist eine Organisation entstanden, die ist Martin Sellner vollkommen egal. Das ist eher so eine rechte Landjugend. Das ist auch unsere letzte Hypothese, nämlich die Strukturen, die wir gerade haben, profitieren sehr, sehr stark von diesen Führungsfiguren. Sie funktionieren zum Teil jedoch auch ohne sie. Zum Beispiel, wenn man sich hier in Berlin den Tim wegdenken würde, so, der ja auch morgen diese Demonstration angemeldet hat, der wäre durch x-beliebig viele Kader ersetzbar. So, das ist so eine Charaktermaske, also herzlichen Glückwunsch. So, also ein einzig großer Moment war wahrscheinlich, als die Taz ihn auf der Titelseite hatte. So ein bisschen zur Selbsteinschätzung und auch Überschätzung der identitären Bewegung. Hier wieder ein Bild von Martin Sellner. Das Martin Sellner, wer ihn noch nicht gesehen hat, aus Funk und Fernsehen bekannt und wenn er nicht gerade mit Gaspistolen um sich schießt, dann redet er gerne darüber, wie groß seine Bewegung ist. Und zwar sagt er gegenüber einem rechtsradikalen Magazin in Österreich, österreichweit haben wir Zehntausende Sympathisanten, die man mobilisieren kann, die Geld spenden, wenn die Linken mal wieder unsere Autos beschädigt oder Fassaden beschmiert haben. Außerdem errichten wir patriotische Zentren für Jugendliche in Graz, Linz und Wien. In Summe gibt es bei uns 300 Aktivisten, in Wien sind wir 50, auf Facebook haben wir 30.000 Fans. Diese 10.000 Sympathisanten, die habe ich noch nirgendwo gesehen, also noch nicht mal ansatzweise. Jedoch muss man sagen, ist es der identitären Bewegung, gerade in Österreich, und das ist natürlich auch nochmal so ein Zeichen, wie rechts Österreich in der gesellschaftlichen Konstitution steht, durchaus gelungen, zum Beispiel ins Spielfeld bis in das bürgerliche Milieu hinein zu mobilisieren. So. Auch auf der letzten Demonstration in Wien ist man davon ausgegangen, und das ist eine durchaus realistische Einschätzung, dass dort 1.000 Teilnehmer anwesend waren. Ein rechtsradikaler Marsch oder ein rechtsextremer Aufmarsch mit 1.000 Teilnehmern ist auf jeden Fall im Herzen Österreichs, in Wien, auf jeden Fall eine Ansage, die man nicht leugnen kann. So, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch solche kläglichen Ereignisse wie hier in Berlin, wo sie letztes Jahr, glaube ich, mit knapp 150 Leuten irgendwie so ansatzweise ein bisschen durch die Straßen gezogen sind oder auch solche neueren Aktionen. Also ich habe gestern gesehen, wollte die identitäre Bewegung diese Demo für heute mit einem Banner bewerben, da stehen 4 Leute hinter, so ja, Gratulation. Fakt ist aber, dass die identitäre Bewegung durchaus in der Lage ist, Geld zu lukrieren und auch das, was Martin Sellner hier in so einem Nebensatz abhandelt, nämlich dieses, wir schaffen patriotische Zentren für Jugendliche, ist ein ganz gestimmter Zugriff,
den die identitäre Bewegung auf Jugendarbeit versucht, auch auf die professionelle Sozialarbeit und der sich so ein bisschen in Anlehnung von Casa Pound darin versucht, eigenständige Zentren für so eine Art weiße europäische Jugend zu schaffen. Das ist ein Phänomen, was wir gerade in Österreich beobachten können. Das schlägt sich allerdings jetzt auch auf Deutschland nieder. Dazu werde ich später nochmal kommen. Was für Gemeinsamkeiten machen also die identitären Bewegungsorganisationen in Deutschland und in Österreich aus? Das Erste, was wir finden, so, was auch der prägnanteste Punkt ist, den man überhaupt nicht wegdiskutieren kann, ist diese ganz, ganz große Überschneidung zu deutschnationalen burschenschaftlichen Milieu. In Österreich sind zum Beispiel alle Kader, bis auf einen, sind in irgendwelchen Burschenschaften aktiv gewesen und das waren keine christlichen Burschenschaften und auch keine, die irgendwie sich nicht pflichtschlagend sind. Also die sind wirklich in den härtesten der harten Burschenschaften drin und das ist schon sehr auffällig. Das ist gerade auch in allen Orten in Deutschland, wo die identitäre Bewegung entsteht oder wo Ortsgruppen in dem stehen, sind immer sehr interessant, weil man doch immer sehr schnell und auch sehr einfach nachzeichnen kann, dass die identitäre Bewegung gerade am Anfang unglaublich stark von Infrastruktur abhängig ist, die den Burschenschaften ihnen stellen. So. Es gibt zum Beispiel in München, haben sie das lange Zeit das Haus mitnutzen dürfen, was die örtliche Burschenschaft dort hatte. In Berlin ist ja auch wieder die Hypothese, dass morgen diverse Kader sich in der Burschenschaft wahrscheinlich übernachten werden. Also dieses Austauschverhältnis zwischen den in Anführungsstrichen alten Rechten der Burschenschaften und den neuen Rechten der identitären Bewegung ist da nicht zu verleugnen und ist wahrscheinlich so das Kernelement auch der identitären Bewegung. Das führt natürlich auch dazu, mit allen Anschlussfaktoren, wenn man das soziologisch analysieren würde, dass die identitäre Bewegung natürlich, sind das großteilig Kinder aus einem sehr, sehr guten, bürgerlichen, auch finanziell gut situierten Milieu. Das ist umso wichtiger deswegen, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, so nach dem Motto, ja, wo haben die denn das ganze Geld her, was da gespendet wurde? So, naja, wenn Papa Arzt ist und Mutti Arzt ist und man selber in der Burschibude wohnt, wo man keine Miete zahlt, dann ist das auch mal einfach, 50 Euro an eine Bewegung abzudrücken, so, also, um das jetzt ganz polemisch auszudrücken. Gerade in Deutschland ist es noch extremer als in Österreich allerdings auch. Und das ist auch eine große Gemeinsamkeit, die immer wieder hervorragend auch in Deutschland herausgearbeitet wird und betont wird, nämlich viele der führenden Kader sind aus dem Milieu des organisierten Neonazismus. Das ist überhaupt nicht abstreitbar. Wenn man sich zum Beispiel solche Leute wie Mario Müller anschaut, Mario Müller, der in der Kontrakultur in Halle aktiv ist und der morgen auch sicherlich auf dieser Demo mitlaufen wird oder auch bei allen Aktionen bisher in Berlin anwesend war. Mario Müller hat vor ein wenigen Jahren noch sich darin geübt, Leute, die er als politische Gegner identifiziert hat, mit selbstgebastelten Waffen fast zu Tode zu schlagen. So. Mittlerweile ist er denn doch irgendwie mehr begeistert, Bücher über die identitäre Bewegung zu schreiben. So, Fakt ist allerdings, es gilt nicht nur für Mario Müller, sondern für diverse Kader, und gerade auch führende Kader der identitären Bewegung, sie kommen aus dem neonazistischen Milieu. So. Natürlich kann man das wie Sellner ganz geschickt aufarbeiten und kann sagen, ich habe mich da von meinen Kameraden von früher losgesagt und jetzt mache ich was ganz anderes. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele ehemalige Neonazis zu einer neuen Organisation zusammenschließen und da auf einmal ein Haufen emanzipierter Menschen rauskommt, ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Der nächste Punkt, den wir als Gemeinsamkeit herausarbeiten und der unserer Meinung nach umso wichtiger werden wird, wenn die AfD hier im Bundestag ist und auch sich in Landtagen konstituiert haben wird, ist, die identitäre Bewegung hat informelle Kontakte zu parlamentarischen Gruppen wie der AfD und der FPÖ. Es wird zwar immer wieder betont, dass es Abgrenzungen gibt, dass es eine Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt und so weiter. In der Praxis ist das allerdings ganz große Augenwischerei. So. Also wer sich hier zum Beispiel mal, es gibt diverse tolle Artikel so über die identitäre Bewegung und Überschneidungen zur AfD oder gerade zur jungen AfD, so, die sind sehr, sehr eklatant. Auch in Österreich, wo die FPÖ ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zur identitären Bewegung hat. Also wir finden auf Landesebene durchaus immer wieder Politiker, die auch sie auf Demonstrationen begrüßen, auf Bundesebene ist das eher so ein bisschen so, naja, wollen wir eigentlich nicht. Ist es möglich, wie zum Beispiel Alexander Markowitsch gezeigt hat, der ehemalige Leiter der identitären Bewegung ist, dass man so informell aus der Bewegung aussteigt und sagt, so, na, eigentlich bin ich nicht mehr so offiziell dabei und dann ganz einfach wieder über die Jugendorganisation, die Studentenorganisation der FPÖ, den Ring freiheitlicher Studenten in die ÖH, für die ÖH, also die österreichischen Hochschulerschaften und Hochschülerinnenschaften, kandidieren kann. So, da gibt es überhaupt kein Problem, dass da gesagt wird, du warst aber bei den Identitären, wir wollen dich hier nicht haben.
eher müssen wir davon ausgehen, dass gerade die identitären Bewegung, die ja doch sehr viele jugendliche Kader auch an sich bindet, natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial an Nachwuchs für parlamentarische rechtsextreme Gruppen ist. Es wird gerade bei der AfD auch nochmal interessant, wenn man sich anschaut, wer bei ihnen dann Positionen besetzen wird, wie parlamentarische Mitarbeiter und so weiter. Wir haben das teilweise schon jetzt sehen können, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo der persönliche Referent von Björn Höcke herkommt, Torben Breger, der kommt aus der DB, der Deutschen Burschenschaft, und ist dort seit langen Jahren aktiver Bursche so und natürlich auch ganz eindeutig nicht liberal. So. Diese Kontakte werden unserer Meinung nach natürlich immer weiter verschwiegen werden. Sie werden versucht werden, dass man das irgendwie offiziell so trennen kann. So. Faktisch ist, wenn wir uns das informell weiter anschauen werden, werden diese Kontakte weiter bestehen. Die identitäre Bewegung hat zum Beispiel erst in den letzten Jahren immer wieder Wahlbeobachteraktionen der Organisation 1% unterstützt, wo versucht wurde, so eine Art Wahlfälschungsmythos in die Welt zu setzen, um damit natürlich gegen die parlamentarische Demokratie Stimmung zu machen. Das werden wir bei der Bundestagswahl jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch wieder erleben. Ein anderer Punkt ist, die identitäre Bewegung hat natürlich offizielle Kontakte zu diversen außerparlamentarischen rechtsextremen Gruppen. Im Besonderen diese Organisation 1%, die ich schon erwähnt habe, die in Deutschland ganz viel Crowdfunding für die identitäre Bewegung macht, also zum Beispiel dieses Musikprojekt Kontrakultur in Halle, das wurde von 1% aufgefordert, dass man das finanziert. Ansonsten sind 1% auch bei Aktionen unterstützend dabei. Eine andere ganz große Kontaktplattform der identitären Bewegung ist das sogenannte Institut für Staatspolitik des rechtsextremen Verlegers und Agitators Götz Kubitschek in Schnellroda. Dort konnten wir beobachten, dass gerade über die Akademien, die dieses, also in Anführungsstrichen Akademien, nennen wir es doch besser rechtsextreme Hetzveranstaltungen, dass bei diesen Veranstaltungen sehr, sehr viele junge, identitäre Menschen angereist sind und diese Veranstaltungen doch in den letzten Jahren regelmäßig besuchen. Zum anderen existiert aber auch ein reger Austausch zu rechtsextremen Magazinen, wie zum Beispiel InfoDirect. Das ist ein österreichisches Magazin, was in Deutschland Gott sei Dank nicht so bekannt ist. Wir haben das in diese informellen und formellen Kontakte, also offiziellen Kontakte, deswegen auch getrennt, weil wir der Meinung sind, es ist falsch, die identitäre Bewegung nur als aktivistischen Arm einer sogenannten oder wie auch immer gearteten neuen Rechten zu definieren, sondern die identitäre Bewegung ist eine eigenständige Aktion, eine eigenständige Organisation im rechtsextremen Milieu, die eigenständige Agenden hat und die eigenständig in der Lage ist, Netzwerke zu flechten, Netzwerke aufrechtzuerhalten und natürlich Kontakte zu knüpfen, die dem produktiven Austausch dienen. Produktiv natürlich nicht im Sinne von irgendwie einer tollen Politik, sondern natürlich ganz klar im Sinne der Propagierung ihrer menschenverachtenden Ideologien. Dieser Punkt ist deswegen auch für uns umso wichtig, weil man durch dieses in Anführungsstrichen netzwerkanalytische Denken so ein bisschen auch aufzeigen kann, das, was wir oftmals in diesen Pott der neuen Rechten werfen, so ist doch differenzierter, als wir uns das eigentlich eingestehen wollen. In der organisatorischen Ebene der identitären Bewegung können wir einerseits juristische Gemeinsamkeiten ausarbeiten, andererseits so welche, die, sagen wir es, informelle Strukturen sind. Auf der juristischen Ebene ist es interessant, die identitäre Bewegung organisiert sich immer über eingetragene juristische Vereine als Personen. Das wäre in Deutschland Identitäre Bewegung Deutschland e.V. Also doch sehr kreativ. Die Österreicher haben das in einer doch für Österreich fast typischen sprachlichen Verklärung ihres rechtsextremen Weltbildes genannt im Hauptverein Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität. Und dann in Graz hat man so eine Art Unterverein gegründet, der noch viel toller klingt, nämlich Verein für nachhaltige Völkerverständigung und Jugendkultur. Was sich hinter diesen Begriffen der Jugendkultur bei Ihnen vertritt und verbirgt, ist natürlich dieser Moment, den Sellner vorhin angedeutet hat, dass Sie ganz klar Zentren für junge Leute gründen wollen, wo Sie Ihren Nachwuchs anwerben wollen, wo Sie Leute indoktrinieren wollen. So. Das ist so ein bisschen so eine Art rechtsextreme Übernahme so eines Begriffes von Jugendkultur, Jugendkulturarbeit, der deswegen in Österreich auch so leicht zu erobern ist, weil sich die professionelle Sozialarbeit, die professionelle Jugendarbeit zum Beispiel nie großartig dagegen gewehrt hat, dass Rechtsextreme ihre Begriffe übernehmen. Das ist aber nur so eine kleine Anekdote am Rande.
Auf der strukturellen Ebene können wir bei der identitären Bewegung bei allen Gruppen, und es gibt, glaube ich, keine Ausnahme, also wer mir die Gruppe zeigt, die sich zum Beispiel basisdemokratisch organisiert, dem gebe ich heute Abend ein Bier aus, identitäre Gruppen unterliegen immer einer sehr, sehr starken, autoritären und streng hierarchischen Konstitution. Wir haben das zum Beispiel bei diesen veröffentlichten internen Dokumenten der identitären Bewegung gesehen, dass dort jeder Scheiß, den man macht, und wenn es nur der kleinste Sticker ist, von übergeordneten Personen abgesegnet werden muss. Selbst wenn man Flyer verteilt, muss eine Führungsperson dabei sein, die das Ganze über Walkie-Talkies koordiniert. Wir sehen also hier, das ist nicht irgendwie die basisdemokratische Gruppe, die gemeinsam entscheidet, wie und wo sie politisch tätig werden, sondern das ist eine Kaderorganisation, wo einzelne Menschen, im Besonderen eben Männer, ganz klar angeben, wo der Vogel langläuft. Nein, so sagt man das nicht wieder, die den Ton angeben. Eine andere, eine andere Position, die die Kader wahrscheinlich doch sehr ungern hören, ist der Punkt, natürlich profitieren einzelne Personen stark davon, dass sie sich in der identitären Bewegung engagieren. Insbesondere diese Leute, die sich unternehmerisch dort einbringen. Das sind im Besonderen wiederum Martin Sellner und Patrick Lehnert, die diese unglaublich großen Online-Shop mittlerweile führen, der sich Phalanx Europa nennt. Und wir reden immer davon, dass die Identitären so ganz toll Popkultur und sowas übernehmen. Das wird dann auch immer mit T-Shirts aus Phalanx Europa irgendwie illustriert. Aber dass rechtsextreme T-Shirts drucken, ist nun wirklich nichts Neues. So. Das können wir zum Beispiel auch bei solchen Ansgar-Aryan-Sachen und so weiter nachvollziehen. Der Thüringer Landtag hat da schon lange Zeit irgendwelche Anfragen zu veröffentlichen, wo man auch sieht, was für viel Geld in so einer T-Shirt-Produktion eigentlich drinsteckt. Im deutschen Milieu gibt es so eine Seite, die sich eBay-Laden nennt, die ist eher, ich will jetzt nicht sagen, amateurhaft aufgebaut, aber na doch, sie ist amateurhaft. Aber auf jeden Fall kommt doch da, ja? Versuchen die nicht gerade so ein identitäres Modell in Berlin zu machen? Ja, stimmt, das versuchen sie auch. Ja, genau. Das ist, also man sieht hier, so Aktivismus ist natürlich auch immer ein Geschäft, so wenn man sich da irgendwie einbringen kann. Und es wäre natürlich, wer sich mal auf Phalanx Europa angeschaut hat, was die T-Shirts und was die Pullover dort kosten, das sind nicht die reinen Produktionskosten, Freunde. Also auch da sind sie gesunde Kinder kapitalistischer Produktionsweisen und bereichern sich natürlich auch daran so. Ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass Sellner zum Beispiel alles, was er einnimmt, dort abgibt, so ist ja komplett unwahrscheinlich. Natürlich macht das aber auch eine gewisse Attraktivität von der Struktur aus, dass man dort Dinge schaffen kann, dort Dinge verkaufen kann, dort Dinge veröffentlichen kann. Man sieht das jetzt zum Beispiel im Besonderen daran, dass der Verlag Antaios, also der von Götz Kubitschek verführte Verlag, zwei Bücher im Herbst über die identitäre Bewegung veröffentlichen wird. Einerseits von Martin Sellner, andererseits vom bereits erwähnten Mario Müller. Das ist so eine große Käuferschaft für zwei Bücher der identitären Bewegung, die stärker als 100 Seiten sind, gibt, ist durchaus erschreckend. Ich bedauere jetzt schon die ganzen linken Menschen, die sich diese Bücher auf analytischer Sicht reinziehen müssen. Das wird sicherlich keine schöne Lektüre. Kommen wir zu dem Punkt der Ideologe. Ja. Wir können es in Deutschland und in Österreich beobachten, dass es immer so etwas wie Landessprecher gibt. Also es gibt die immer, in Österreich nennt sich das die Obmänner, die sozusagen ein Bundesland führen, teilweise auch Bundesländer in Kombination, wenn man zum Anfang nicht genug Leute hatte. In Deutschland können wir das ähnlich beobachten. Das ist zum Beispiel der Sprecher von Berlin ist jetzt der Sprecher für Berlin-Brandenburg. Alex Malenki ist von der Kontrakultur Halle nach Leipzig gewechselt, um dort der Sprecher zu sein. Oftmals sind diese hierarchischen Funktionen natürlich einerseits schönes Blendwerk, weil man hat einen ganz tollen Titel. Man ist auf einmal Sprecher der Landesgruppe, der identitären Bewegung, irgendwas so. Das klingt natürlich ganz toll. So. Andererseits sind das genau diese Positionen, die die wichtigsten sind. Also das ist bei der identitären Bewegung, sie sagen immer, dass sie Bewegung sind, aber diese Kerngruppe von Leuten, die wirklich was leiten, das sind im dreistelligen Bereich. Also das sind die wichtigen. Was da vielleicht aber noch so eine kleine Anmerkung am Rande ist, es gibt in die interne Strukturierung der identitären Bewegung verhältnismäßig zu anderen Gruppen des rechtsextremen Milieus doch relativ wenig Insights, in Anführungsstrichen. Also das heißt,
Es gibt bis auf diese internen Papiere relativ wenig bekannte, offizielle interne Dokumente. Es gibt keine großen Aussteiger bisher oder Aussteigerinnen aus dieser Bewegung, die zum Beispiel Insiderwissen preisgegeben haben. Das findet sich alles bei dieser jungen Bewegung noch nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Ämter vom Verfassungsschutz lange Zeit von Internetphänomenen besprochen haben, weil die nicht so viel Insight einfach in diese Organisationsstrukturen haben. So. Das wird sich in den nächsten Jahren allerdings wahrscheinlich ändern. Die identitäre Bewegung hat jetzt doch auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und doch auch aus logischer Sicht muss es irgendwann dazu kommen, dass Leute aus der Bewegung aussteigen, dass Dokumente veröffentlicht werden, auch wenn das nur im Versehen nicht passiert. Aber zurzeit ist es so, dass wir da noch nicht so super viel wissen. Ich habe, und das mag jetzt so ein bisschen als, in Österreich nennt man das Sudern, also Meckern über die Einkategorisierung als neue Rechte und so weiter geredet. Ich möchte aber auch so ein paar Punkte vorstellen, wo ich der Meinung bin, darauf kann sich die identitäre Bewegung, egal ob in Deutschland oder in Österreich, gerade relativ gut ideologisch einigen. Also das sind so Punkte, wenn man sie fragen würde, würden sie natürlich nicht sagen, ja, vertrete ich offen, aber wenn man sie nach den Denkerinnen und Denkern fragen würde, würden sie sagen, ja, fix, finde ich gut. Das sind einerseits sind das offen neofaschistische Denker, also Denker, die ganz klar in der Tradition des italienischen Faschismus zum Teil stehen, andererseits allerdings auch sich im Sinne von Faschismustheorien ganz klar solchen Ideologien zuordnen lassen. Das ist auf der einen Seite der russischstämmige Alexander Dugin, der so ein bisschen durch seine vierte politische Theoriethese bekannt geworden ist. Ich neige mal so ein bisschen zu Polemik. Ich habe mal in einem Interview gesagt, Alexander Dugin liest sich so ein bisschen so wie, als ob man Nietzsche und Heidegger in den Raum gesperrt hätte und den Ecstasy ins Trinkwasser gemischt hätte und die dann eine Nacht zusammen ein Buch geschrieben hätte, dann kommt so ein bisschen das raus, was Alexander Dugin schreibt. Also es ist ein ganz fürchterliches Konglomerat der Rezeption deutscher Reaktionärer der Vorkriegszeit und so einer Heidegger-Exegese. Der andere Denker, der ganz klar meiner Meinung nach neofaschistisch zu verorten ist und der die identitäre Bewegung unglaublich feiert, ist der Franzose Dominique Venner. Dominique Venner dadurch eigentlich auch über die Szene hinaus bekannt geworden, dass er sich in einer Kirche selbst erschossen hat, um gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Menschen zu protestieren. Also da auch wiederum so, ja, friedliche Bewegung am Arsch, so, um das so zu sagen. Der nächste Punkt, den wir auch ganz klar in gewisser Weise neofaschistisch einordnen würden und hierüber lässt sich durchaus streiten, ist die Heidegger-Exegese, die die identitäre Bewegung betreibt. Diese Heidegger-Exegese ist so ein bisschen das Steckenpferd von Martin Sellner, der natürlich in so einem Sinne rumlamentiert, dass Heidegger natürlich nie offen rechts war. Interessanterweise hat Martin Sellner seine Bachelorarbeit über Heidegger schwarze Hefte geschrieben, die doch eine ganz klare antisemitische Lesart seiner Schriften vorgeben. Und ich kann mir nicht anders erklären, dass Heidegger aufgrund seiner tollen Seinsphilosophie das Interesse der Identitären bewegt hat, sondern eigentlich eher daraus, dass Heidegger nämlich als deutscher Denker doch gerade diese Grenze zwischen, ja, sagen wir mal, aufgeblasener Philosophie und dem Hang zur Barbarei exzellent beschreitet. Der nächste, doch sehr unbekannte Denker, den ich aber sehr wichtig für die identitäre Bewegung finde, ist der Japaner Yukio Mishima. Der findet sich zum Beispiel auf der identitären Bewegung, auf Shirts, auf Postern und so weiter. Sie haben da diesen ganz popkulturell tollen Slogan, also man sieht, was ich davon halte, geprägt, nämlich You only live once, also YOLO. Das zum Thema. Mishima ist übrigens dadurch bekannt geworden, der sagt wahrscheinlich in niemandem im Raum was. Mishima ein japanischer Autor, der bekannt geworden ist dadurch, dass er auf der einen Seite einer der wenigen offenen, bekennenden japanischen homosexuellen Autoren war, auf der anderen Seite relativ früh in seinem Leben eine Art paramilitärische rechtsextreme Organisation gegründet hat, die das Kaiserreich wieder einführen wollten. Diese Organisation hat sich dann zum Abschlussevent quasi, also als größtes Happening, was sie sich vorstellen konnten, haben sie versucht, eine Kaserne zu besetzen. Es ist sogar gelungen und dieser Yukio Mishima wollte dann zu den Soldaten sprechen und sie darauf aufrufen, das Kaiserreich wieder einzuführen. Die Soldaten hat das relativ recht herzlich wenig interessiert und Mishima hat sich daraufhin als einer der letzten Menschen in Japan traditionell selbst hingerichtet, also wo man sich so das Messer in den Bauch steckt, das Seppuku traditionell durchgeführt. Den feiern die Identitären auch sehr stark. Den nächsten ideologischen Kernmoment, den ich der identitären Bewegung in Deutschland und Österreich zuordnen würde, ist ganz klar eine völkische Dimension. Wenn wir uns anschauen, wie sie Alexander Dugin in seiner Geopolitik rezipieren, wenn wir uns anschauen, wie sie Martin Heidegger rezipieren,
wenn wir uns anschauen, wie sie Carl Schmitt, insbesondere dessen Theorie der Einheit von Ordnung und Ortung und natürlich auch die neueren Schriften von Götz Kubitschek, das sind ganz klar völkische Schriften, also die eine ethnische Homogenität, eine Geworfenheit und eine untrennbare Zugehörigkeit zu einer völkischen Gemeinschaft voraussetzen. Ja, kurze Zwischenfrage, weil du ja jetzt auch speziell nicht-deutsche Denker angesprochen hast und so diesen krassen Bezug auf Heidegger herausgestellt hast. Ist dir irgendwas bekannt, wo die sich mit Said Qutb auseinandergesetzt haben, der ja als Denker auch in so eine ähnliche Richtung geht, irgendwie wie Heidegger, aber halt einen komplett anderen ethnischen Background hat. So. Also wenn es da einen Bezug gäbe, der dir bekannt ist, das fände ich sehr spannend. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Nein. Also wenn diese Heidegger-Exegese ist wirklich fast großteilig auf Martin Sellner geprägt und das ist eher ein Fetisch. Ich würde das unter einem Fetischcharakter wenden, nicht im Sinne von einer philosophischen Auseinandersetzung. Also diesen Bezug gibt es. Also mir ist er zumindest noch nicht untergekommen. Der nächste Punkt, der die Identitären auch eint, ist natürlich ein ganz klar reaktionäres Weltbild. Also im Sinne von Ablehnung, von der Gleichheit der Menschen, auch im Sinne von ganz klarem Antifeminismus, der eine doch sehr einende Kraft auch innerhalb der extremen Rechten darstellt, wie Judith Götz immer wieder ganz toll auf dem FIBO-Blog ausführt. So, was wir als reaktionäre Denker gerade bei der Identitären Bewegung vorfinden, sind natürlich die beiden Lichtgestalten für die rechte Szene, nämlich Ernst und Georg Jünger, der insbesondere dessen Frühschriften sehr, sehr stark rezipiert werden. Wer sich zum Beispiel mal den Spaß, also Spaß ist es nicht, aber wer sich aktuelle Texte von Martin Sellner durchliest, der wird feststellen, Martin Sellner hat in den letzten Wochen sehr stark frühe Schriften von Ernst Jünger gelesen. Und Martin Sellner hat so eine ganz tolle Fähigkeit, er kann immer das, was er liest, sehr, sehr toll in seinen eigenen Sprachstil imitieren. So, und deswegen klingen ganz neue Martin Sellner Texte so ein bisschen so, als ob Ernst Jünger irgendwie über die Moderne schreiben würde und über die Berlin-Demonstration. Das ist unglaublich abstrus zu lesen, so, allerdings für die identitäre Bewegung scheint es irgendwie toll zu sein. Eine andere ganz reaktionäre Denkerin, die ich als auch Säulenheilige der identitären Bewegung setzen würde, auch wenn sie intellektuell natürlich eher ein Zwerg denn ein Riese ist, ist die Frau von Götz Kubitschek, nämlich Ellen Kositza, die gerade für die Ausdifferenzierung des Antifeminismus, den sie fahren, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also wer sich zum Beispiel anschaut, welche Figuren Alina von Raueneck, nennt sie sich ja selber, im wahren Leben Wücherer frönt oder auch Melanie Schmitz, dann finden wir hier ganz starke Bezüge auf Ellen Kositza, die doch immer so ein bisschen so eine Hintergrundfigur auch bleibt. Der nächste Punkt, der ideologisch auch die identitäre Bewegung natürlich so ein bisschen eint, ist, ich habe das in Anführungsstriche gesetzt, eine diskursive Ablehnung des historischen deutschen Nationalsozialismus. Ich finde, wir tun uns immer ein bisschen zu leicht damit, wenn wir sagen, die Identitären sind Nazis im Sinne des deutschen Nationalsozialismus. Wir finden bei den Identitären durchaus auch für ihre Szene nachvollziehbare Ablehnung, also wo sie sich ganz klar im Sinne einer rechten Kritik am Rechten vom deutschen Nationalsozialismus in Anführungsstrichen distanzieren. So. Das hat auch innerhalb der eigenen Szene, sorgt das immer wieder für Unmut. Es gibt diverse Gruppen, angefangen vom Dritten Weg bis zu Unwiderstehlich in Österreich, die gerade das an den Identitären kritisieren, nämlich, dass sie sozusagen die jahrtausendealte Fracht des guten deutschen Nationalsozialismus über Bord werfen, um medienmäßig besser rezipiert werden zu können. Ich würde aber gerade diese Abgrenzung zum Nationalsozialismus, also insbesondere des Deutschen, deswegen hervorheben, weil wir auf der anderen Seite eine sehr, sehr starke positive Bezugnahme auf den italienischen Faschismus und italienischen Neofaschismus finden. Also der bereits erwähnte Philipp Stein, der nicht Mitglied der Identitären ist, ihnen allerdings sehr nahe steht, vertreibt zum Beispiel CDs der italienischen Casa Pound auf seinem Online-Verhandler. Ja. Also grundsätzlich, ich halte den Begriff der konservativen Revolution einerseits für unglaublich schwierig, weil es eine Eigenbezeichnung ist. Also Armin Mohler, der darüber seine Dissertation geschrieben hat im Namen der konservativen Revolution, die er bei Karl Jaspers eingereicht hat, wurde schon damals von seinen Betreuern der Arbeit dafür gerügt, dass der konservative Revolutionsbegriff keine wissenschaftliche Einordnung ist, denn vielmehr ein politischer Kampfbegriff, der scheinbar der Rehabilitierung dieser Denker und Denkerinnen gab es da nicht, also dieser Denker dient.
ich glaube, die konservative Revolution ist und Denker der konservativen Revolution, also Ernst Jünger ist zum Beispiel diesem zuortbar, der deutsche Friedrich Hielscher wäre so eine andere Bezugsgröße, die immer mal wieder gebracht wird, ist meiner Meinung nach viel stärker ein Popkultureller, also wo sich viel stärker auf Bilder und irgendwie den schönen Schein dieser doch sehr harten Reaktionären bezogen wird, als wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung. So, also diese inhaltliche Auseinandersetzung finden wir bei anderen Denkschulen, also zum Beispiel bei Armin Mohler oder auch beim rechtsradikalen Thule-Institut, wie es in Kassel ansässig war, viel, viel stärker nochmal. Die identitäre Bewegung tut sich nicht so sonderlich gut damit hervor, irgendwie ideologische Abhandlungen zu schreiben. Ich habe nochmal so ein bisschen ein Bild mitgebracht, was diese Gemeinsamkeiten auch für mich in einem Bild und einem Zitat so recht gut zusammenfasst, nämlich von Melanie Schmitz, die sich mittlerweile auf Instagram Rebellany nennt, nicht mehr Mimi. Und sie hat diesen Satz gebracht, wehrt euch. Das war ihre Titelschlagzeile im Interview mit dem rechtsradikalen Magazin Info Direkt. Und wir sehen sie hier in Halle, wie sie mit ihren Kameraden Pfefferspray an Menschen verteilt. Dieses Wehrhafte, nicht nur im Sinne einer ideologischen Ausformung, also dass man sagt, wir müssen das eigene, was auch immer das jetzt sein mag, verteidigen, sondern auch diese aktive, gewaltsame Entgrenzung, nämlich diese Bereitschaft, Menschen anzugreifen, diese Bereitschaft, dem politischen Gegner Gewalt anzutun, ist doch meiner Meinung nach so einer der großen einenden Momente der identitären Bewegung. Es gibt allerdings auch Unterschiede der beiden Gruppen und das ist für Deutschland umso interessanter, weil Deutschland so ein bisschen das Ziehkind eigentlich der Österreicher ist, nämlich die erste Feststellung, die klingt immer so ein bisschen bitter, weil ja doch die Österreicher sonst nicht viel auf die Reihe kriegen, aber im Rechtsextremismus muss man gerade festhalten, die identitäre Bewegung Österreich ist weitaus professioneller organisiert als die identitäre Bewegung in Deutschland. Das ist erstmal ein sehr bitteres Statement, man muss allerdings auch dazugeben, das hängt sehr, sehr stark mit der österreichischen Gesellschaft zusammen. Wir haben zum Beispiel den Fakt, dass ab der blau-schwarzen Regierung, die wir in Österreich hatten, die Burschenschaften nicht mehr verfassungsmäßig überwacht wurden. Also dort konnte auch sozusagen so ein Biotop entstehen, wo natürlich Rechtsextremismus ganz toll auch entstehen konnte. Auf der anderen Seite haben wir das erlebt in Österreich, dass die identitäre Bewegung medial unglaublich hochgeschrieben wurde. Zum Anfang wurde über jede Aktion, die die identitären Bewegung gemacht hat, irgendwie berichtet. Das hat so weit geführt, dass Martin Sellner selbst in eine große Talkshow eingeladen wurde, um dort als Experte über Jugendkultur und Jugendradikalisierung zu sprechen. Diese Talkshow ist so ein bisschen wie, als ob hier irgendwie Horst Mahler bei Johannes B. Kerner auftreten würde. Also man merkt, dieser Umgang und diese Abgrenzung zu Rechtsextremen ist in Österreich nochmal ein durchaus anderer, ein sehr, sehr viel gefährlicherer. Die österreichische identitäre Bewegung wurde zum Beispiel auch nie als Neonazis von der Presse niedergeschrieben. Das haben wir zum Beispiel in Deutschland erlebt. Die Zeit hat immer eindeutig geschrieben, so das sind Rechtsextreme und deren Kader kommen aus dem neonazistischen Milieu, so Punkt. So, das muss man wirklich der bürgerlichen Presse hier in Deutschland sehr zugute halten, eben das so gemacht zu haben. Wir haben das so ein bisschen zusammengefasst nochmal, dieses mediale Echo einfach, das es gab. Ein anderer Punkt der Unterschiede in Deutschland ist, das können wir recherchetechnisch auch relativ gut nachweisen, ist, dass einzelne Gruppen in Deutschland, ich versuche jetzt auch die Zeit so ein bisschen zu straffen, weil ich schon fast eine Stunde dran bin, einzelne Gruppen in Deutschland sind wesentlich stärker nach österreichischem Vorbild aufgebaut. Das heißt, wir können hier nachweisen, dass zum Beispiel in Halle über relativ lange kontinuierliche Zeiträume österreichische Kader da waren, anwesend waren und sich aktiv an Aktionen beteiligt haben, Reden gehalten haben, Schulungen gehalten haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass einzelne Gruppen sehr, sehr viel stärker nach österreichischem Vorbild aufgebaut sind und in deren Logik auch viel stärker miteinander funktionieren. Das kann deswegen auch nicht überraschen, wenn man sich zum Beispiel morgen diese Demonstration in Berlin anschaut. Natürlich wird die Berliner Gruppe, die auch sehr, sehr stark von Österreich geprägt wurde, ganz stark mit der Gruppe von Kontrakultur dort eine sehr führende Position einnehmen. Auch deswegen, weil das so die beiden österreichischen Großkinder sind. Auf der anderen Seite haben wir so andere Gruppen, wie zum Beispiel die von Toni Gerber geführten, eher in Ostdeutschland tätigen. Die haben so eine gewisse Eigenständigkeit sich auch erarbeitet, auch weil Toni Gerber eben ein gestandener rechtsextremer Kader ist, der nicht unbedingt Ausbauhilfe irgendwie aus Österreich gebraucht hat. Der wusste schon, was er macht.
Der zweite Unterschied, also die zweite Unterschiedstafel, die ich mitgebracht habe, ist so ein bisschen eher struktureller angelegt. Was wir als Hypothese aufstellen würden, und das können wir auch zahlenmäßig mittlerweile ganz gut belegen, die identitäre Bewegung in Österreich stagniert gerade sehr stark im urbanen Raum. Das heißt, in solchen Städten wie Wien oder auch in Graz und so weiter läuft es mit der Neuakquise von Kameraden und Kameradinnen nicht unbedingt sehr, sehr gut. So, man hat das zuletzt in Wien gesehen, dass dort einzelne Aktionen nur noch unter starker Einfluss und Beeinflussung von Kadern durchgeführt werden konnten, die vom Land angereist sind in die Stadt. So, die Wiener Gruppen wächst zum Beispiel fast gar nicht mehr. Auf der anderen Seite wächst die identitäre Bewegung aber gerade im ländlichen Raum Österreich sehr stark. Zum Beispiel ist mittlerweile die identitäre Bewegung Steiermark somit die stärkste Landesgruppe, die wir in Österreich haben. Und das ist ein sehr, sehr durch und durch ländlich geprägter Raum. In Deutschland haben wir eher genau das Umgekehrte. Die identitäre Bewegung wächst hier sehr stark im urban-studentischen Milieu. Das heißt, wo es hier Städte gibt, insbesondere solche Städte, die schon über eine burschenschaftliche Tradition verfügen, so haben wir in den letzten Jahren und Monaten sehr gut erkennen können, dass sich dort auch immer sehr leicht die IB und die Identitären ansiedeln haben können, auch eben weil Kader dann einfach nicht nur Burschis waren, sondern auch zu Identitären geworden sind. Im ländlichen Raum allerdings hat die identitäre Bewegung hier noch so kein richtiges Konzept. Gerade in Bayern gibt es so eine einzelne Versuche, wo dann versucht wird, über so eine Alpenromantik irgendwie so ländliche Gruppen auch aufzubauen. Funktionieren tut das allerdings noch nicht so sonderlich gut. So. Wir können in Deutschland bei den Identitären meiner Meinung nach eher eine Hypothese aufstellen, nämlich, dass es sich bei den Identitären eher um so eine Art subkulturelle Rechtsextremismusgruppe handelt. Das wird insbesondere in Halle deutlich, wenn wir diese Leute sehen, so, das ist eine verschworene Gemeinschaft. Auch die Berliner Gruppen sind doch sehr, sehr eng zusammen. So. Die treten bei weitem nicht so bürgerlich auf, wie das die österreichischen Gruppen tun. Das ist so der große Unterschied. Wenn wir uns auch Mobilisierungsvideos zu Wien anschauen und zu Berlin, meine ich, diese Mobilisierungsvideos haben im deutschen Raum immer einen viel mehr härteren Street-Charakter. Also da geht es viel mehr so ein bisschen um Straßenkampf und irgendwie Typen, die marschieren und irgendwie ist man so ein bisschen hip und modern, aber trotzdem eher subkulturell orientiert. Wenn man sich die Österreicher im Vergleich anschaut, die versuchen mittlerweile schon sehr stark so eine Ästhetik von NGOs, also wie zum Beispiel Greenpeace und so weiter, zu übernehmen und da sehr, sehr bürgerlich auszusehen. In Österreich haben wir aber auch, und das ist umso erschreckender, letztendlich als Unterschied, dass die identitäre Bewegung gerade sehr, sehr stark versucht, Jugendarbeit zu betreiben. Martin Sellner hat das selber mal in einem Interview als patriotisches Streetwork bezeichnet. Das heißt aber letztendlich auch, die identitäre Bewegung ist gerade im ländlichen Raum, also dort, wo die professionelle Sozialarbeit, die professionelle Jugendarbeit in Österreich unglaublich schwach aufgestellt ist, aktiv, um dort einen gewissen Teil der Bevölkerung aktiv in ihre menschenverachtende Ideologie einzubinden. Das ist insbesondere deswegen umso drastischer, wenn man sich vor Augen führt, dass Martin Sellner das als explizites Ziel seiner Bewegung fokussiert, so eine Art Jugendzentren für rechtsradikale Jugendlichen auszubilden. So. Wir haben das in Deutschland in den 90ern erlebt, was passiert ist, wenn rechtsradikale Gruppen bewusst solche Strukturen infiltrieren. Wenn sich offene und professionelle Sozialarbeit, offene Jugendarbeit davon nicht abgrenzen kann, dann kommt am Ende sowas wie der NSU raus, um das verkürzt darzustellen. Um diese Raumnahmetaktik, die ich gleich auch noch mal ein bisschen erklären möchte, auch wieder in eigenen Worten zusammenzufassen und auch um so ein bisschen den Abschluss dieser Netzwerke zu bilden. Das ist ein ganz altes Foto von Toni Gerber, also jenem Kader, den ich eben gerade für den ostdeutschen Raum hervorgehoben habe, bei einer Präsentation von 1%, wo er im Publikum sitzt und vorne links, also der Herr mit den kurzrasierten Haaren im Nacken, ist wiederum Philipp Stein. Also die haben sich schon länger gekannt, das ist nichts, was irgendwie spontan entstanden ist. Ich möchte aber in Bezug auf die Räume Benedikt Kaiser von dem IFS und der Sezession zitieren, der auf Sezession Online nämlich sagt, und das ist ein ganz neuer Artikel, der damalige Vordenker des neurechten Aufbruchs plädierte für den Aufbau von unten, für eine sukzessive Erweiterung des eigenen Spiel- und Aktionsraumes. Wenner, also jener Dominik Wenner, meinte, dass es besser wäre, in einem Land oder in ganz Europa nur ein Unternehmen, eine Kommune, eine Fakultät oder eine Straße zu prägen bzw. zu kontrollieren, als, in Anführungsstrichen, als eine allgemeine Agitation zu betreiben, die in der breiten Masse verpufft. Ich komme gleich nochmal auf diese Räume dazu. Zunächst aber so ein kleines Fazit, auch wieder mit Bild,
wo man Simon Kaupert auf der ganz rechten Seite, der derzeitig in Halle für die Kontrakultur und für 1% aktiv ist, in der Mitte Philipp Stein und ganz links mit dem Schal ist Martin Sellner sieht. Fazit zu diesen Netzwerken. Die identitäre Bewegung, insbesondere deren Kader, sind gerade international bestens vernetzt. Wir haben jetzt zuletzt Besuche in Frankreich feststellen können. Sie haben immer wieder bei diesen Sommercamps auch in Frankreich teilgenommen. Sie haben sich mit Italienern getroffen, sie haben sich mit Ungarn getroffen und so weiter. Das ist für eine rechtsextreme Organisation erschreckend. Das ist erschreckend gut, diese Vernetzung. Diese Vernetzung ist nicht wegzusprechen und diese Vernetzung beschränkt sich zwar jetzt noch auf Kader, kann allerdings auch ausgebaut werden. Ferner, die identitäre Bewegung hält zu fast allen neueren, also auch in zeitlicheren Dimensionen, Gruppen des rechtsextremen Spektrums Kontakt. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wer zum Beispiel bei Pegida oder diesen Legida oder allen anderen Ablegern dieser doch auch rechtsextremen Aufläufe aktiv war, sehen wir dort fast immer Gruppen der Identitären, die dort mitmarschieren. Wir sehen Leute wie Martin Sellner oder auch zuletzt den Sprecher der IBI Berlin, dass sie dort aktiv als Sprecher auftreten. Wir sehen es aber auch bei anderen rechtsextremen Organisationen. Die identitäre Bewegung ist mittlerweile, so personell schwach sie auch sein mag, ein eigenständiger Player in dieser Gruppe der rechtsextremen Organisationen, die wir in Deutschland und Österreich finden, und sollte auch als eben dieser behandelt werden, in seiner Eigenständigkeit und nicht als ein Teil von vielen. Fazit so ein bisschen für Deutschland, um euch das nochmal so ein bisschen auch vor Augen zu führen. Die wichtigste Gruppe unserer Meinung nach ist zurzeit die Kontrakultur in Halle. Eben, weil sie ein doch sehr eigenständiges Profil entwickelt hat können, also durch sehr ansprechende, medial ansprechende Kader, also für sie ansprechend, nicht für mich oder nicht für uns hoffentlich, und auch durch sehr öffentlichkeitswirksame Inszenierungen. Wer zum Beispiel dieses Format Laut gedacht, das ist so ein identitärer Vlog, der aus Halle kommt, kennt, das ist zum ersten eigentlich so der erste eigenständige deutsche Versuch, so eine Vlogging-Plattform auch in Deutschland attraktiv zu machen, die von Deutschen ausschließlich bespielt wird. Halle ist aber auch noch aus anderer Sicht einfach in Deutschland unserer Meinung nach so bedeutend, weil sie eben gerade sehr viele aktive Mitglieder haben im Verhältnis zu anderen deutschen Gruppen. Fakt ist allerdings auch, und das macht Deutschland wiederum umso wichtiger für die identitäre Bewegung Österreich, die Österreicher sind zurzeit infrastrukturell, finanziell und organisatorisch auf Deutschland und den Ausbau deutscher Strukturen angewiesen. Gerade wenn wir uns solche großen Projekte wie jetzt diese Aktion Defend Europa im Mittelmeer, wo es darum geht, Flüchtlinge irgendwie aktiv am Ertrinken zu fördern, das doch sehr drastisch auszudrücken, anschauen, müssen wir eins konstatieren, nämlich die identitäre Bewegung braucht Geld aus Deutschland. Sie braucht Kader aus Deutschland und sie braucht die deutsche Infrastruktur. Das heißt, solche Kontakte, wie sie die zum Verleger Götz Kubitschek hat, braucht die identitäre Bewegung, damit sie weiterhin in den Medien im Gespräch bleibt. Die identitäre Bewegung in Österreich kann nicht eigenständig existieren. Sie kann nicht ohne Deutschland existieren. Deswegen auch nochmal hier das Zentrum der internen Vernetzung. Und deswegen ist es umso wichtiger, dieses Netzwerk immer wieder in den Vordergrund zu läufen, ist das Institut für Staatspolitik in Schnellroda und der Hof des Verlegers Götz Kubitschek. Götz Kubitschek hat es dort in den letzten Jahren geschafft, ein rechtes Biotop aufzubauen, was gerade jetzt durch die identitäre Bewegung für jüngere Menschen attraktiv geworden ist. Es gilt unserer Meinung deswegen auch umso mehr, was in den letzten Jahren jetzt doch durchaus öfters geschehen ist, diesen Protest gegen diese rechtsextremen Strukturen auch immer stärker nach Schnellroda hinzutragen und dort vor Ort aktiv zu werden. Wichtig ist auch, dass diese internationale Vernetzung zurzeit ermöglicht, dass einzelne Teile sich auf Großevents konzentrieren können. Es wird immer vielfach angeführt, dass die identitäre Bewegung deswegen dieses Jahr diese Demo in Berlin ausführt, weil sie in Wien so viel Gegenwind von antifaschistischer Seite bekommen hat. Das mag einer der vielen guten Gründe sein, warum dem so ist. Fakt ist allerdings zurzeit auch, viele der führenden Kader der identitären Bewegung in Österreich sind gerade in andere Großprojekte eingespannt. Sie entwickeln auf der einen Seite so eine große App, die sie irgendwie gerne rausbringen möchten. Sie möchten auf der anderen Seite im Mittelmeer aktiv werden. Das heißt, wir haben aufgrund dessen, dass sie nicht unendlich viele personelle Ressourcen haben, die sowas auch stemmen können, eben auch den Moment, dass die identitäre Bewegung sich hier international sozusagen outsourced. So. Das heißt, die Berliner dürfen jetzt mal auf Demo machen, weil so ein Großevent braucht man irgendwie dieses Jahr. Dafür sind dann allerdings diese anderen Projekte wie die App und diese Aktion im Mittelmeer gesaved, weil die von erfahrenen österreichischen Kadern durchgeführt wird.
Wir dürfen nicht zu vorschnell unserer Meinung und meiner Meinung nach irgendwie sagen, ja, nur weil die Identitären einmal in Wien einen Stein auf den Kopf bekommen haben, das wäre jetzt fast sarkastisch, aber weil sie dort Gegendemonstrationen erlebt haben, können wir nicht sagen, deswegen haben sie dort aufgehört. So. Sie machen zum Beispiel direkt am 1. Juli in Graz wieder eine Aktion. Also das zum Thema, die identitäre Bewegung will in Österreich nicht mehr auf die Straße. Mit den Schiffen, Zähne hat vor kurzem veröffentlicht, er habe eine Reederei, die vermietet, man weiß nicht, was stimmt, und Geld soll auch schon wieder fließen, bis zum Bezug, was die jetzt gerade planen wollen. Voll. Genau, soll nächsten Mittwoch soll es zu dieser Schiffaktion irgendwie ein Update geben, also da kann man auch gespannt sein. Fakt ist allerdings, diese internationale Vernetzung ermöglicht auf der einen Seite solche Projekte, auf der anderen Seite zeigt sie aber auch gerade deswegen, die identitäre Bewegung kann diesen Anspruch, Bewegung sein, zu keiner Zeit zur Zeit einlösen. Das ist ein personell begrenzter Kreis an Personen und solche größeren Aktionen, die man auch deswegen aufteilt, zeugen natürlich davon, wie sehr die identitäre Bewegung gerade darum kämpft, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. So. Also bis hin zu solchen Aktionen wie im Mittelmeer, die ich durchaus als selbstvernichterisch bezeichnen würde, weil wenn ich ohne irgendwelche nautischen Fähigkeiten oder persönliche seemännische Erfahrung irgendwie versuche, professionell ausgebildete Seefahrtsleute irgendwie zu behindern mit einem mir unbekannten Schiff, was ich über irgendeine dubiose Reederei noch gerade bezahlt bekommen habe, da liegt der Moment des sich selbst Opferns doch durchaus nahe. Genau, ich habe nochmal so einen Punkt mitgebracht und ich werde da ganz schnell durchgehen, nämlich rechtsextreme Großevents, so, die auch durch diese internationale Vernetzung möglich sind. Diese Großevents sind immer in den letzten Jahren unter identitärer Bewegung abgelaufen. Wir haben zum Beispiel in Berlin diese Kompaktveranstaltungen, die ja doch durchaus vielleicht bekannt sein dürften. Wir haben diese Pegida-Sachen, die ich eben schon erwähnt habe. Und wir haben ein Ereignis, was in Deutschland, glaube ich, überhaupt nicht bekannt ist, nämlich der in Linz veranstaltete Kongress der Verteidiger Europas. Der hat unter der Schirmherrschaft der FPÖ stattgefunden, auch eines ÖVP-Stadtabgeordneten. Und dort haben sich vom NPD-nahen Magazin Umwelt und Heimat über die identitäre Bewegung bis hin zu Kubitschek und 1% diverse Menschen versammelt. Es waren 750 Teilnehmer laut Eigenaussagen. Dieser Kongress wurde jetzt im Angesicht der österreichischen Nationalratswahlen auf Jänner verschoben. Es ist aber faktisch, dass nicht nur diese Demo in Berlin aufzeigt, dass Events der rechtsextremen Szene gerade im deutschsprachigen Raum immer nationaler, also internationaler werden und auch solche Großevents immer durch verschiedene Ländergruppen zusammen ausgeführt werden. Also das ist ein Moment, der doch gerade auch diese Relevanz der in Anführungsstrichen neueren rechten Gruppen nochmal aufzeigt, nämlich dass sie doch sehr, sehr aktiv sind, weil sie sich eben auf so einen ganz kleinen gemeinsamen Nenner der Verteidigung des Abendlandes einigen können. Zum anderen aber auch eben, sie machen das einfach und sie organisieren und sie machen das in Anführungsstrichen gut. Hypothesen, die wir abschließend zu diesen Netzwerken haben, ist, die Organisation hängt zurzeit an einzelnen Kadergruppen. Also wenn man zum Beispiel Halle sich jetzt wegdenken würde, wäre die identitäre Bewegung in Deutschland durchaus nicht mehr so handlungsfähig, wie sie das derzeit ist. Wie eben schon gesagt, der Anspruch, Bewegung zu sein, und das halten wir für die Diskussion immer relativ wichtig, auch gerade deswegen, weil wir der Meinung sind, diesen Bewegungsbegriff sollte man überhaupt nicht nutzen in Bezug auf sie. Diesen Anspruch können sie zurzeit noch nicht mal selber erfüllen. Wir sind aber auch der Meinung, dass diese Großprojekte gerade deins zeigen, nämlich die verzweifelten Versuche, mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn ich mich mit einem Schlauchboot vor ein riesiges Schiff schmeiße, um irgendwie ein Bengalo zu zünden und mit einer Fahne zu wedeln, dann ist das keine rational begründbare Sache mehr. Sondern dann geht es eigentlich nur noch darum, dass man hofft, dass irgendeine Zeitung sich endlich mal wieder erbarmt, über die identitäre Bewegung zu schreiben. Wir gehen deswegen auch davon aus, dass die identitäre Bewegung gerade in Konfrontation mit diesen doch ihnen widerstrebenden gesellschaftlichen Widerworten eigentlich eher dazu neigt, wieder von einer Bewegung zu einem elitären Zirkel zu werden. Und das ist dieser Punkt, der uns an Casa Pound bringt. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wo wir führende Kader aus Halle bei einer Konferenz des Blocco Studentesco, also der Jugendorganisation von Casa Pound, sie sitzen, ich habe sie rot eingekreist dort. Diese Bewegung der Identitären orientiert sich meiner Meinung nach, unserer Meinung nach sehr, sehr stark an Casa Pound. Wir finden zum einen, und das ist der besondere Moment, immer noch gerade den Moment, dass die identitäre Bewegung zwar sehr, sehr stark burschenschaftliche Infrastruktur nutzt,
Sie versuchen allerdings gerade in Österreich davon wegzukommen. Sie versuchen in Graz, in Linz und auch in Deutschland in Halle zurzeit eigene Infrastruktur zu etablieren und diese Infrastruktur natürlich ganz klar für Jugendliche attraktiv zu machen. Diese eigenständige Infrastruktur ist deswegen auch so wichtig, weil es gerade ein großes Projekt gibt, was natürlich nicht ohne identitäre Beteiligung stattfinden wird, nämlich die Initiative, ein Hausprojekt vom Verleger Götz Kubitschek zu gründen, was entweder in Leipzig oder in Dresden, man hat sich da noch nicht auf eine Stadt festgelegt, beziehungsweise hält das noch im Geheimen. Und dieses Haus soll über die 1%-Organisation koordiniert und finanziert werden. Und Fakt ist hier, dass wir hier in Deutschland erstmals abseits der NPD, die das natürlich auch über ihre Parteivermögen versucht hat zu finanzieren, den Versuch haben, einer extrem rechten Gruppe vorhandene Geldmittel längerfristig in Infrastruktur umzusetzen. Das hat teilweise bei einzelnen kleinen rechtsextremen bzw. offen neonazistischen Gruppen geklappt, die sich so kleinere Häuser angemietet haben, um dort clandestin irgendwie Konzerte zu veranstalten. Hier haben wir aber zum ersten Mal wieder in Deutschland ganz im Sinne dieser Casa-Pound-Logik den Versuch, ein offenes Zentrum mit Büroräumen, mit Event-Location und so weiter zu schaffen. Zum Fazit des Ganzen, wie die Bewegung wieder zum Zirkel wird und dieser Zirkel sich natürlich auf diese... Ich bin gleich fertig. Nee, alles gut, ich habe nur das Bild klar. Okay. Wie diese Bewegung zum Zirkel wird, ist das eine, nämlich dieser Raum, den sie sich gerade schaffen, soll natürlich Gruppen festigen und einen geschützten Rahmen und Aktivitäten für die Vergemeinschaftung bilden. Diese Räume sind deswegen umso wichtiger, weil wir mittlerweile auch gerade in deutschen Städten sehen können, identitärer zu sein, heißt auch hier wieder Probleme zu bekommen. Also wer zum Beispiel in Berlin offen als Identitärer mit einem T-Shirt rumläuft, das stelle ich mir deutlich problematisch vor. Solche Räume und solche Infrastruktur zu schaffen, ist deswegen auch für sie umso wichtiger, weil dort natürlich die Gruppen geschützt ihren Menschenhass freien Lauf lassen können. Wichtig ist auch, dass selbst wenn die Gruppen und die Infrastruktur und die finanziellen Ressourcen, die sie haben, kleiner wird, kann das, was sie jetzt gerade schaffen, weiterhin genutzt werden. Das heißt, Häuser, die gekauft sind, Zentren, die eingerichtet sind, Organisationen und Netzwerke, die funktionieren erstmal. Auch wenn meine Basis vielleicht von 50 Mitgliedern auf 35 zurückgeht. Wichtig ist auch, und das ist fast die letzte Hypothese, die ich in diesem Vortrag anbringen möchte, diese Hypothese zur identitären Bewegung im Allgemeinen, auch wenn wir davon ausgehen können, und das ist vielleicht Gott sei Dank so, dass die identitäre Bewegung eher kleiner denn größer wird auf längerfristige Sicht, wird sie natürlich dafür umso elitärer. Dieses Elitärere ist aber nicht im Sinne einer doch mehr und auf sich selbst beschränkenden diskursiven Auseinandersetzung mit den eigenen Ideologien zu verstehen, sondern es ist davon auszugehen, dass dieser kleine Kreis an Personen umso gefährlicher wird. Wir haben das in Österreich im Umkehrschluss immer wieder beobachten können in der Konstituierungsphase der identitären Bewegung, wo die identitäre Bewegung ganz oft Leute angegriffen hat, wo es am größten Knotenpunkt in Wien nach einer Demonstration der identitären Bewegung dazu gekommen ist, dass identitäre Bewegungsmenschen Leute krankenhausreif geprügelt haben. Wir haben dieses Bild aus Graz, was ich zu Anfang mitgebracht habe. Und wir sehen hier auf der Seite so ein Bild, was relativ lustig erscheint, wo die identitäre Bewegung Steiermark, die jetzt auch immer mehr zirkulär sich aufstellt, ein neues Werbesujet gebracht hat, wo sie sagt, wir stehen zur Heimat unseren Kindern zuliebe. Ich habe das Logo der identitären Bewegung deswegen extra rausgelassen, weil man wahrscheinlich genauso gut das Logo der NPD oder der Deutschen Volksunion unten dran machen könnte. Das würde mittlerweile nicht mehr auffallen. Desto weniger medial beachtet die identitäre Bewegung wird, desto mehr wird sich auch ihre Ideologie wieder in dem Sinne radikalisieren, als dass sie offener zu dem stehen können, wo sie sowieso für stehen. Nämlich unserer Meinung nach einen ganz starken, geprägten, völkischen, faschistisch aufgeladenen Menschenhass. Ich werde, ja. Dann mache ich nochmal zurück. Genau, also vielleicht zu dieser Gewaltfrage. Diese Gewaltfrage ist eine sehr interessante Frage, auch wenn man dann nur hypostasieren kann. Ich bin persönlich der Überzeugung, die identitäre Bewegung existiert nun jetzt schon seit Jahren
Und wir haben viele junge Menschen, die seit Jahren mittlerweile in diesen Strukturen aktiv sind. Also die sehr stark auch in ihrer jugendlichen Phase mit rechtsextremen und offen menschenfeindlichen Ideologien geprägt und imprägniert worden sind. Ich glaube, dass gerade in solchen Zerfallsprozessen von Organisationen, die auch der identitären Bewegung bevorstehen wird, natürlich gerade solche Leute dazu neigen, sich nochmal in extremeren Methoden zu üben. Also wir haben dort auch ein sehr, sehr viel, meiner Meinung nach, sehr großes gewalttätiges Potenzial. Die Kader müssen sich zurückhalten, eben deswegen auch, weil sie im Sinne im Auge des Verfassungsschutzes stehen. Also es ist nicht mehr so einfach, wenn man irgendwie 3 Demos angemeldet hat, noch in Anführungsstrichen Gegendemonstranten und Demonstrantinnen zusammenzuschlagen. Diese jungen Menschen, die in der 2., 3. Reihe über Jahre aktiv sind, die können sich das noch leisten. Voll. Also ich würde Halle da so ein bisschen auch so als doch schreckliches, vielleicht schrecklichen Nicht-Sonderfall auch behandeln. Also ich möchte das nicht pathologisieren, auch weil ich das immer sehr schlimm finde, Rechtsextreme zu pathologisieren, weil sie eben nicht eine pathologische Störung aufweisen, sondern sich bewusst für ein Menschenbild entschieden haben. Bei Müller und bei Mario Müller würde ich aber fast so weit gehen, ich halte den für einen pathologischen Gewalttäter. Also und in der Kontrakultur Halle haben sich diverse Gewalttäter und notorische Gewalttäter einfach auch extremst gut zusammengefunden. Also das macht sie nochmal umso gefährlicher. Eben auch, weil wir zum Beispiel bei solchen Leuten wie Müller sehen, dem ist das doch scheißegal, als was der bezeichnet wird. Also um das mal so ganz platt zu sagen. Also solche Leute wie Müller, dem ist das egal, ob der jetzt Neonazi oder Identitärer ist. So, dem geht es darum, Leute irgendwie körperlichen Schaden zuzufügen. So im ganz starken Sinne. Ich muss jetzt aber diesen letzten schlechten Witz bringen, den ich in die Präsentation eingebaut habe. Ich werde bei Präsentationen immer ganz oft gefragt, ja, was kann man denn jetzt tun? Und ich habe dieses Katzenbild mitgebracht, weil ich immer sage, das bin ich, wenn ich irgendwie identitären Content lese. So, ich sitze immer so davor und denke mir so, meine Güte. So, die Frage, was hilft oder was tun, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur ein Bild mitbringen und ich habe ein Bild mitgebracht, was ich ganz gut finde, nämlich das, was Not tut. Ich glaube, dass es wichtig ist, der identitären Bewegung sich nicht nur diskursiv zu nähern, wie wir das heute hier gemacht haben, sondern ich glaube auch, dass es umso wichtiger ist, der identitären Bewegung zu zeigen, dass ihr Kampf um die Straße letztendlich ein Kampf ist, in dem sie in der Unterzahl sind, in dem es immer noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die ihre menschenfeindliche Ideologie nicht teilen und die mit kreativen und breitem und bunten und auch sehr, sehr schönem Protest aufzeigen können, wie weit sie gehen dürfen. In Wien waren das nämlich ganz genau 400 Meter und das waren noch 400 Meter zu viel. Und deswegen das Bild betitelt, was Not tut. Und damit würde ich ganz kurz jetzt erstmal abschließen, bevor ich dann mich auf die eine Frage nochmal konzentriere. Erstmal aber ganz, ganz vielen Dank fürs lange Zuhören. Ich habe jetzt 20 Minuten überzogen, es tut mir 20 Minuten leid. Ich würde vielleicht die eine Frage zuerst beantworten und dann noch ganz viele offene Fragen. Ich bin aber auch gerne noch bereit, hier nachher Bier trinken zu gehen. Ich würde mich freuen. Also bei Bier kann man immer noch besser diskutieren. Zu dieser Frage der Querfront. Bei der identitären Bewegung in Frankreich hat man das so ein bisschen diskursiv gesehen, wie sehr sich der Querfront angenähert haben. Auch im Antaius Verlag ist jetzt so ein ganz kleines Heft zu Querfront-Ideen entstanden. So. Rezipiert und ausgeführt wird das allerdings eher gering. Also gerade bei den deutschsprachigen Bewegungen findet man solche Verbindungen eher sehr, sehr selten, was so Querfront angeht. Wo man das durchaus findet, ist in der Theorie werden sie die Eurasier genannt, also diese, die die Theorien Alexander Dugins rezipieren. Dort findet man ganz stark, dass sich dort Identitäre und
vorwiegend, ich will jetzt nicht sagen durchgeknallte antiimperialistische Gruppen, aber ganz starke antiimperialistische Gruppen auch zusammenfinden und da so eine Querfront bilden. Was ich allerdings der Meinung bin, und das, ich kann euch diese Präsentation auch gern zur Verfügung stellen, wenn es mit Identitären darum geht, irgendwie zu diskutieren, was sie für Ideologien haben, wie sie ihre Ideologien so vertreten, finde ich, erlebt man ganz oft genau diesen Abwehrkampf, nämlich dass sozusagen solche, in der Critical Whiteness nennt man sowas immer, solche Token-Argumente vorgetragen werden, nämlich dass man sagt, na, ich kenne ja selber einen queeren Freund. So, das ist aber, ja. Ah ja, voll. Okay. Ja, also, und das ist in meiner Meinung nach immer so eine ganz perfide Logik, auch weil sie immer so ein bisschen an diesen Satz von Hermann Göring anschließt, nämlich wer Jude ist, entscheide ich. Also das wird auch ganz oft bei neuen Rechten oder bei diesen Identitären so gemacht, nämlich so, ja gut, also was jetzt hier, man hat so eine Definitionshoheit und die hält man sich irgendwie auf. So. Fakt ist allerdings, diese Identitären vertreten großteilig eine reaktionäre, völkische, faschistische und zutiefst menschenfeindliche Ideologie. Sie darauf wieder immer wieder zurückzuführen und darauf die Argumente stark zu machen, dass sie genau das vertreten, ist, glaube ich, das Stärkste, was man ihnen antun kann. So, das voll, auf geht's. Genau, aber ich fürchte, das ist so, also ich sage immer so, wenn Leute hier irgendwie dann kommen, so, ja, sag mal, in Israel gibt es nie Streit, ne? Da sind alle Leute immer einer Meinung, ne? Weil zum Beispiel Breitbart, Andrew Breitbart ist tatsächlich Jude, ganz ein rechter Jude gewesen, aber den finden nicht alle cool in Israel, das ist nicht die jüdische Schule, ja? Also kann man nur sagen, okay, ich bin jetzt Breitbart so, ist ja schön, wenn man jetzt macht, gibt es alle Menschen, dann habe ich nicht zu linken, ne? Die zweite Sache ist, die Italien zum Beispiel, das ist mittlerweile, ehrlich gesagt, deswegen kann ich auch diesen Querfront gedanken, auch ein Problem manchmal mit einem Linken. Also in Italien gibt es fast alles, was es hier gibt. Ich meine, du hast es angesprochen, wie Marau, weil Italien ist das Land, das mit Faschismus erinnert. Das heißt, ich denke dazu, ich glaube, aus der Familie mit Italienisch, Deutsch und so weiter umgeschrieben musste. Ich könnte alles Mögliche sein, tut mir leid. Ich weiß auch aus meiner Familiengeschichte, dass es, also unabhängig davon, welche Haarfarbe Leute haben oder ob Leute queer sind oder ich meine, ob Leute Sommersprossen haben oder nicht, macht es das wahrscheinlich, dass sie rechts oder links sind. Also es hat einfach nichts miteinander zu tun. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil das aus der Erfahrung halt eigentlich eher so eben tatsächlich von Rechten und Konservativen, dass dann eben kommt, guck mal, er ist aus Iran, ne? Und er findet sich total scheiße irgendwie. Dann siehst du doch, du bist doch hier eigentlich tatsächlich rassistisch. Du musst mal die Maske vom Gesicht reißen. Ne? Das ist eigentlich so typisch rechts, aber also ich, wie gesagt, ich habe es vorhin nicht auch von Leuten gehört, die dann wieder so sich als links bezeichnen und deswegen achte ich mich halt, sind das tatsächlich Leute, die immer irgendwie linke Ideen vertreten haben, weil es ist, wie du sagst, also ich kann das völkische Wegdenken hat eigentlich keinen Platz für dieses Denken, für die Rasse in Anführungszeichen oder diese Kultur ist angegeben, oder die andere Person ist ja nicht links. Also ich glaube halt, ein Grundproblem ist einfach immer, nur weil Menschen irgendwie sich das Label links geben und trotzdem rechtsextreme oder offen reaktionäre Denkschemata bedienen, so heißt das nicht, dass sie Linke weiterhin sind. Also gerade diese, was du sagst, also dieser Glaube, dass gewisse Eigenschaften an sowas wie Herkunft oder Nation oder geschlechtliche Orientierung und so weiter geknüpft sind, ist ja eben genau die Krux, der wir gegenüberstehen. Nämlich, dass das ein absoluter Blödsinn ist von den rechtsextremen und offen Rechten und auch bis in Kreise der CDU, CSU und natürlich auch der SPD, natürlich in gewisser Weise rationalisiert und legitimiert wird. So. Fakt ist allerdings, glaube ich, dass man immer meiner Meinung nach ein paar Punkte hervorheben muss, nämlich Menschen entscheiden sich freiwillig dafür, welche Ideologien sie wie vertreten. Das heißt, eine Partizipation und eine Betätigung für offen rechtsextreme Weltbilder hängt meiner Meinung nach erstmal nicht damit zusammen, was ein Mensch für eine Religion hat oder was für ein Mensch für eine Haarfarbe hat, sondern das ist eine freiwillige Entscheidung dieser Person und als eben diese muss sie auch behandelt werden. Das gilt insoweit auch gerade in der Forschungslandschaft, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in Deutschland so zu Rechtsextremismus verhandelt wird, dann sehen wir ganz oft, Rechtsextremismus wird in Deutschland immer so als Phänomen von Jugend abgetan. So, also da würde ich auch immer auf diesen Willen des Menschen frei zu entscheiden, wieder zurückführen und zu sagen, so, diese Menschen sind zum Beispiel deswegen
keine, also sind deswegen Rechte, weil sie sich dafür entschieden haben, so. Nicht, weil sie irgendwie gewisse Prägungen haben. Voll. Weitere Fragen? Da eine? Ich. Also selbst das Steckenpferd Sellner, wenn er auf seinen Ständen da in Wien steht, nutzt gerne auch die Argumentation wie von Pegida, Legida, wenn er dann von allen augenscheinlich Migranten da angesprochen wird, was er denn da vertritt. Nein, sie dürfen ja kommen ja aus dem Kriegsgebiet, also er nutzt die gleichen Argumentationen. Also redet sich dann auch nur raus am Ende. Also das bleibt dabei, also er vertritt seine rechtsextremen Gedanken, und wenn es dann in die Diskussion geht, gibt es ja genau das Gleiche. Also egal, was sie sagen, die bleibt das, was sie sind, rechtsextrem. Was mir nochmal wichtig war, dass er wirklich das auch extrem vorantreibt, diese Sportzentren aus Frankreich zu übernehmen. Gab ein Video über ihn, wie er in Frankreich in so einem Café war, was wirklich nur für die Identitären sind, wo sie sich abends treffen können, wo die Tür wird richtig darüber geworben, die Tür ist offen, jeder kann reinkommen. Er treibt es richtig voran. Das sieht man auch jetzt mit der einen Aktion im Mittelmeer, die ist nicht so lange her. Und jetzt will er schon wieder, also er treibt seine Dinge, die er, ich sag mal, also er ist so richtig verbissen da drin, das richtig schnell voranzutreiben. Also nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, ja, okay, er macht jetzt da ein Center auf, das dauert jetzt noch da und dann will er hier ein bisschen. Wie schon erwähnt wurde, er braucht deutsche Strukturen, also aus Deutschland die Strukturen, einfach weil die Masse fehlt. Er treibt es richtig voran, also da kann man, weiß ich nicht, also in ein, zwei Jahren ist da, glaube ich, schon viel dann passiert. Ist nicht mehr so weit jetzt dahin. Da sieht man an den Sachen, das Video war, wo er in Frankreich war, von vor, ich will jetzt nicht lügen, anderthalb Jahren, jetzt wollen sie dann dieses Haus schon aufbauen. Mittelmeer, erster Einsatz, zweiter Einsatz geplant, jetzt wieder im Juni. Also er drückt richtig dahinterher, er wird es wirklich extrem, also er macht sich, wenn man ihn jetzt ein bisschen beobachtet, so aus der psychologischen Seite, macht er sich auch so ein bisschen kaputt daran. Selber jetzt das. Also ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, also der auch für, sagen wir, organisierten Rechtsextremismus in Österreich durchaus wieder ungewöhnlich ist, ist, dass wir es hier mit quasi Berufsaktivisten zu tun haben. Also solche Menschen wie Martin Sellner haben es über diese ganzen Crowdfunding-Sachen geschafft, sich mittlerweile ein Einkommen zu generieren, also auch über sowas wie, wo sie privat PayPal-Sachen akquirieren und so weiter. Die kriegen da mittlerweile so viel Geld, dass sie sich leisten können, nur noch Aktivismus zu machen. Das ist für rechtsextreme Organisationen auch deswegen umso wichtiger, weil natürlich jeder und jede von hier, die hier gerade im Raum sitzt und vielleicht irgendwie so 35 bis 40 Stunden die Woche arbeiten muss, um sein Leben zu finanzieren, weiß, wie viel Geduld und wie viel Zeit und wie viel Lust man nachher noch teilweise hat, sich politische Arbeit anzutun. So, ich habe das oft ganz nämlich gar nicht mehr. So, bei solchen Leuten wie Sellner, denen ist das natürlich dadurch ermöglicht, dass die den ganzen Tag irgendwie einen unwichtigen Vlog über Neofug drehen können. Weil die wissen, sie kriegen irgendwie über ihr Patreon $400 im Monat zurzeit, sie kriegen über ihren Phalanx-Versand irgendwie eine gewisse Geldsumme rein, und das reicht diesen Aktivisten. Auch durch diese medialen Crowdfunding-Kampagnen ist es meiner Meinung nach zum ersten Mal wieder gelungen, das flächenmäßig auch für andere Kader zugänglich zu machen und darüber eine Struktur zu schaffen, die natürlich nur noch Aktivismus macht. Da kommt natürlich auch ein gewisser Level des, ich spreche hier ganz gerne von Fanatisierung dazu, also solche Leute wie Sellner, um das jetzt ganz drastisch irgendwie auszudrücken, für den gibt es gerade nicht mehr viel außer irgendwie Endsieg oder irgendwie da drin zu verbrennen. So. Also wer sich anschaut, seine Tweets, wo er immer davon spricht, dass er eigentlich nur noch eine Geliebte hat und das sei die identitäre Bewegung, der sieht hier auch ganz im Sinne von Klaus Teweleit, wie dieses Objekt der Organisation, also die identitäre Bewegung hier, mittlerweile für Sellner alles übernimmt. Das ist Familie, das ist Geliebte, das ist sexuelles Ersatzobjekt, das ist politischer Agitationsraum. Also da ist ein ganz, ganz großer, erschreckender Level an Fanatisierung auch erkennbar. Dresden. 2013 wurde ja in Dresden auf dem Weißen Hirsch in Lammern 18a
Ärzte, wo auch organisierte Nazi-Kader vom Netzwerk Mitte dabei waren. Das würde mich mal interessieren, ob du da eine Ahnung hast, was damit geschehen ist, weil ich habe gerade nochmal nachgeguckt, so seit 2014 finden sich dazu überhaupt keine aktuellen Infos. Ob das existiert, ob das dicht gemacht ist oder. Naja, dieses Zentrum, das war ja immer in der Kellerwohnung, wo der Stein dann auch mit drin gewohnt hat. Also das würde ich, natürlich sind das so erste Gehversuche, so die jetzt auch gerade lustigerweise, also nicht lustigerweise, aber interessanterweise auch in diesem Hausprojekt wieder genannt werden. Also zum Beispiel die Bibliothek des Konservatismus, das war ja auch mal so ein Projekt, was sie gemacht haben. Das sind so erste, ich würde jetzt wirklich sagen, dilettantische Versuche, solche Raumprojekte auch umzusetzen. Das hat eben deswegen nie geklappt, weil ich glaube, die finanzielle Infrastruktur da einfach gefehlt hat. Also dieses identitäre Zentrum, was du da beschreibst, das war ja im Keller der Wohnung von Felix Menzel angesiedelt. Ich glaube, das war jetzt nie der große Treffpunkt, wo man ohne Voranmeldung hinkommen musste. Wahrscheinlich musste man da Angst haben, dass die Mutter von Felix Menzel einem noch Kuchen backt und man dann ganz lange da eingesperrt wird. So. Also ich habe nicht gehört, dass es sich aufgelöst hat. So, aber. Das ist genau der Ruf, den Martin Sellner jetzt machen will. Aus der Kellerwohnung wirklich, wirklich fanatistisch in groß zu kommen, was Casa Pound hat. Das will er jetzt wirklich mit allen Mitteln durchsetzen, mit allem, was er hat. Und jetzt, weil wie er schon sagte, Geliebte, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber er ist ja wirklich so fanatistisch, ist ja drin versunken. Der kommt da auch nicht mehr raus. Genau, ich würde das aber auch nicht nur so auf Kader wie Martin Sellner beziehen. Also ja, Martin Sellner ist so das extremste Beispiel, aber so. Das, ja. Die Strukturen versuchen sich überall zu verbreiten, sagen wir mal so. Voll. Ich glaube, du warst zuerst und dann da noch. Kannst du noch was zu dieser Initiative 1% sagen? Also, ich halte so, dass die quasi so ein Schnell-Oder-Projekt sind und ob das was. Der Ansatzpunkt, was aber aussagt, was Sie identifizieren, so für ein strategisches Verhältnis zu Elite und Masse, beziehungsweise zu Rassisten allgemeiner Bevölkerung haben. Also, ich habe mir das bisher mal so zurechtgelegt, dass Sie sozusagen nicht Massenbewegung werden wollen, sondern, naja, wie diese Initiative eben so, ja, 1%, dann haben wir gewonnen. Mhm. Aber so ganz genau. Also so diese Initiative, die sich eigentlich im vollen Namen 1% für unser Land nennt, das ist eine Initiative, die auf, sagen wir mal, Drängen des Verlegers Götz Kubitschek und des anderen Verlegers Jürgen Elsässer entstanden ist. Also in Schnellroda wurde sie gegründet und die Hauptidee dahinter war, dass wenn man 1% der deutschen Gesamtbevölkerung für seine Ideen gewinnt, also 1% der Leute, dass sie Geld bezahlen, dann kann man eine patriotische Wende einleiten. So, das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Götz Kubitschek hat dieses Projekt dann relativ schnell an Philipp Stein übergeben, der das bis heute koordiniert. So, obwohl der offizielle Vereinsvorsitzende ein Mann namens Helge Hilse ist, der eigentlich Landschaftsgärtner ist, der auch seine Adresse für diesen Verein hergibt und der aber nie großartig, außer so zwei Interviews in Erscheinung getreten, das ist ein Strohmann eigentlich. Diese Organisation 1% hat dann angefangen, so ein bisschen auf bürgerliche NGOs sich auch zu tarnen, also hat ganz stark sich in Bürgerproteste, also in rechtsradikal unterminierte Bürgerproteste eingemischt, also gegen Moscheebauten oder in andere Sachen, wo Bürger irgendwas protestiert haben. Da haben die versucht, so ein bisschen Koordinationsarbeit zu leisten. Und das ist auch das, was die 1%-Organisation bis heute ausmacht. Ich würde so ein bisschen sagen, das sind so organisatorische Söldner. Also wenn man Projekte hat, kann man wahrscheinlich 1% dafür finanzieren und die machen dann Crowdfunding und machen Kampagnenarbeit und so weiter. Und verfolgen da so ein bisschen auch eine eigene Agenda mit. So. Die Organisation ist aber deswegen für die identitäre Bewegung so wichtig, weil sie in Deutschland relativ viel zu Crowdfunding für sie aufgerufen hat und auch Konten aktiv für die identitäre Bewegung verwaltet hat. So, also wo dann auch diese Abgrenzung zu offen Rechtsextremen auch gefehlt hat. Wenn man zum Beispiel sieht, der aus dem Neonazismus stammende Rapper Komplott, so wurde über eine Aktion der 1% finanziert, da wurde das Album finanziert. Als Ergänzung zu 1%, oder? Ja. Ja, voll auf geht's. Das ist halt auch wieder so eine Dresden-Sache. In Dresden sind die ja extrem stark scheinbar. Sie haben in Dresden ihr Büro. Sie haben in Dresden wahrscheinlich ihr Büro. Ja, genau. Also die hatten ja Arnsdorf dort auch bei dem Prozess gegen diesen CDU-Gemeinderat, der dann geflüchtet hat, Mauern gefesselt und zusammengeschlagen hat. Da haben die ja den gesamten Prozess begleitet, finanziert auch. Und ich glaube, 50.000 Euro oder so für diese Organisation.
Ja. Also das ist so ein Punkt, den, gut, das, danke, dass du mich daran erinnerst, so, das finde ich ein wichtiger Punkt. Was 1% auch versucht, so ein bisschen aufzubauen, also ist zurzeit so eine Art braune Hilfe. Also wenn man hier in Deutschland hat man die rote Hilfe, die aktiv Prozessbegleitung, Hilfe mit Prozesskosten und so weiter macht. Das macht 1% gerade sehr stark auch für die rechtsextreme Szene. Also diese Versuche von Prozessbegleitung sind da, glaube ich, sehr extrem wichtig. Zurückzukommen aber auf diese Frage von Bewegung und Masse und Elitarismus. Grundsätzlich, ich glaube, der Wunsch, Masse zu werden, ist ja schon dabei. Sonst nenne ich mich ja nicht identitäre Bewegung. Hätte ich mich identitäre Generation, identitärer Zirkel oder identitäre Wohngemeinschaft genannt. Also so, ich glaube, dieser Bewegungswunsch ist schon dabei. So. Fakt ist allerdings, dass die identitäre Bewegung sich von Anfang an als elitäre Kaderorganisation gesehen hat. So. Das wird insbesondere darin deutlich, wenn man so ihre Eigenwerbung immer wieder mal sich vor Augen führt, nämlich, dass sie ja sagen, wir sind die letzte Reihe, wir sind die letzte Phalanx im Kampf der Verteidigung Europas. Die sprechen nicht davon, dass sie die Anführer einer Herrscher sind, sondern da wird sich ganz klar im Sinne auch dieser Affirmation dieses fürchterlichen Movies 300, wird da gedacht, wir sind hier die letzten 300, die aufrecht sterben und danach werden alle mit Burkas und dem Koran dazu gezwungen, der Islamisierung des Abendlandes zu huldigen. Also diese wahnhafte Vorstellung, dass man die letzte kleine Elite ist, ist natürlich immer wieder dabei. So. Also ich glaube auch, dass kurzzeitig gerade in der Steiermark immer noch die Illusion besteht, dass man mal Bewegung werden kann. Ich glaube aber, dass zum Beispiel solche Gruppen wie in Wien oder so sich längst davon verabschiedet haben. So. Und natürlich ist das ganz, ganz exklusiv. So. Also, ja. Also, dass die identitäre Bewegung so zusammen und Happenings von, wenn mal viele Kader auf einem Flex sind, nutzt dazu, um irgendwie Bilder zu produzieren für ihre mediale Werbung und Propaganda, ist logisch. So. Ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die wir aus Wien haben, die identitäre Bewegung leistet sich vor Großereignissen, die wichtig sind, keine großen Schnitzer. Also es wird heute nicht zu Straßenkämpfen oder so kommen oder die werden nicht jemanden attackieren. Dafür ist ihnen die Demo so wichtig. Fakt ist allerdings, das haben wir zuletzt in Wien sehen können, ist, und wir haben es auch zum Beispiel in Dresden gesehen, nachdem die letzte Akademie in Schnellroda war, es kommt nach Demonstrationen der Identitären immer wieder dazu, dass einzelne Kader doch auch längere Zeit, gerade aus Österreich, in Deutschland bleiben und dann zusammen koordiniert Aktionen durchführen. Das kann uns auch dieses Jahr in Wien wieder blühen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das war der Punkt, den ich mit Wien ansprechen möchte, letztes Jahr ist es in Wien zu einem Zwischenfall auf der Demonstration von Ihnen gekommen, wo einer Ihrer Aktivisten sehr schwer verletzt wurde. Und die identitäre Bewegung hat sich daraufhin am Abend in ein Lokal zurückgezogen, hat sehr, sehr viel Alkohol auch konsumiert und hat daraufhin mitten in der Nacht eine doch sehr, sehr aggressive Spontandemonstration in der Stadt durchgeführt. Wenn sich dort jemand als linker oder als offen link zu erkennender Mensch in diese Spontandemonstration verirrt hätte, ich hätte meine Hand nicht dafür ins Feuer gelegt, dass der lebend wieder rausgekommen wäre. Also wir müssen auch damit rechnen und das, finde ich, ist eine logische Schlussfolgerung, wenn mehrere hundert fanatisierte Rechtsextreme sich zusammenrotten, dann muss ich nicht damit rechnen, dass die hier Blumenbeete pflücken gehen, sondern da habe ich eher die Gefahr, dass sie natürlich sich gewaltsam entgrenzen und das kann in Berlin auch wieder passieren. Wenn es keine Fragen mehr gibt, nochmal ganz, ganz vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen, auch in diesen wichtig, wichtig erscheinenden Räumen und das Aufnehmen der Sicherheitskontrollen. Und ganz, ganz vielen Dank fürs lange Zuhören jetzt und natürlich für die Einladung.